jetzt geht's los. Ich erinnere mich noch genau, wie alles begann. Möchtest du die Geschichte hören? Ja, wir werden nochmal die Einführungsexpedition spielen, weil die zu der Gesamtgeschichte jetzt einfach dazugehört. Nur ein Narr hegt eine absolute moralische Überzeugung, doch mitunter müssen wir uns wie Narren verhalten und den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Egal, ich kehrte gerade von einer Routine-Expedition nach Peru zurück, als wir einen großen Sturm am Horizont bemerkten. Es wird ganz schön laut hier. Na, mal gucken. Die Besatzung bereitete sich darauf vor, ihn zu umfahren, aber in seinem Inneren erspähte ich Land. Eine Insel mitten im Atlantik, dort, wo keine sein sollte. Gegen den Protest des Kapitäns gab ich den Befehl, zur Insel zu fahren. Zitternd, aber gehorsam, lenkte uns die Besatzung ins Herz des Sturms. Der Sturm tobte mit einer unnatürlichen Kraft. Ein seltsamer Nebel hüllte uns ein und überall knisterten Blitze. Das Schiff wurde von den Wellen fast auseinandergerissen. Doch gerade als der Tod uns sicher schien, entkamen wir aus dem Strudel in eine fast vollkommene Ruhe. Okay, unser erstes Ziel, die Insel erkunden. Direkt vor uns lag eine üppige tropische Insel, der Sturm lag in sicherer Entfernung hinter uns. Wir bereiteten uns darauf vor, vor Anker zu gehen und herauszufinden, welche Wunder dieses neue Land bereithielt. Es ist doch ein bisschen zu laut. Ich drehe mal hier ein bisschen runter. Okay. Ich glaube, der orange Text ist nicht interaktiv. Der definiert nur bestimmte wichtige Informationen, die man auf dem ersten Blick dann lesen kann. Okay, ich kenne diese Route gut. Diese Insel war vorher nicht hier. Eine neue Insel und wir lernen, wie wir uns jetzt hier bewegen. Indem wir erstmal Wegpunkte setzen, machen wir hier. So, bestätige die Reise. Und damit geht es los. Genau, jetzt lernen wir nämlich, was geistige Gesundheit ist. Das seht ihr jetzt nicht so gut, aber rechts oben. Das ist ein zentraler Wert, den ihr direkt unter meinem Gesicht seht. So, gerade so. Seht ihr der 88? Jede Bewegung verbraucht einen Reisegrundwert. Es ist also effektiver, seltener anzuhalten. Das heißt, jedes Mal, wenn man überhaupt losgeht, verbraucht man, glaube ich, 5 Punkte. Und dann ist es noch per Terrain unterschiedlich. Ihr seht also, wenn ich hier losgehe auf das nächste Feld, 6 Punkte. Wenn ich hier hingehe, 7. Insofern nicht so viele Stops machen. Wenn das Ganze auf 0 geht, dann wird es schlimm, dann werden wir wahnsinnig, dann passieren schlimme Dinge. Ich glaube, wenn es unter 30 oder 40 ist, so war es zumindest beim ersten Teil, ist es auch schwierig, da passieren dann doofe Ereignisse. Okay. Ich muss meinen Gesichtsausdruck der geistigen Gesundheit anpassen. Darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Das wäre ganz cool, wird aber schwierig. Okay. So, dann erkunden wir weiter. Ich würde einfach mal sagen, wir bewegen uns genau dorthin. Ihr seht, wie die Insel aufgedeckt wird und wir haben einen unbekannten Ort gefunden und sollen uns bis auf 2 Felder nähern, um ihn aufzudecken. Folgt mir, lasst uns das aus der Nähe anschauen. Genau, also wir sehen erstmal nur Fragezeichen. Was sich hinter einem Fragezeichen verbirgt, das sehen wir erst, wenn wir näher rangehen und zwar im Umkreis von 2 Feldern. Allerdings, um es nachher zu betreten, müssen wir, glaube ich, direkt dran sein. Deswegen gehe ich auch mal direkt dran. Okay, weiterhin gilt, Rassen unter 30 geistige Gesundheit versuchen zu vermeiden. Danke, Cosmo. Das hatte ich mich nämlich schon gefragt, ob das wieder so ist. Sehr schön. So, jetzt haben wir Erfahrung gewonnen, weil wir was aufgedeckt haben. Ein altes Schiff, faszinierend. Und weil wir daneben stehen, können wir dieses Schiffswrack auch gleich erkunden. Wie zum Teufel ist das hierher gelangt? 19 Tage sind wir schon unterwegs, seht ihr hier. Okay, wir erkunden das Ganze. Ich machte eine erstaunliche Entdeckung, das Wrack eines alten britischen Marineschiffs. Unwillkürlich fragte ich mich, wie es hier wohl gelandet war. Mir gefällt das überhaupt nicht.
Nur Mut, gib gut Acht und uns wird nichts geschehen. Mit jedem Schritt auf dieser seltsamen Insel schienen wir auf ein anderes Rätsel zu stoßen. Natürlich werden wir das Schiff durchsuchen, ganz klar. Nachdem wir die fauligen Bretter vor dem Betreten sorgfältig getestet hatten, inspizierten wir das Schiff gründlich. Nach einiger Zeit fanden wir einige nützliche Dinge. Und nun lernen wir erstmals das Inventarmanagement kennen. Was ist das eigentlich, was wir bei uns haben? Das oder das? Weiß ich gar nicht genau. Egal. Wir nehmen, ich glaube, das haben wir bei uns. Dynamit. Oder das liegt dort. Keine Ahnung, wir nehmen alles. Ah, nee. Das links hatten wir bei uns. Okay, alles klar. So, wir sehen, wir gucken mal, was wir dabei haben. Ne? Wir haben Schokolade. Schokolade bringt geistige Gesundheit 10. Wenn man sie isst, 10-mal haben wir davon. Wir haben einen Sunny-Kasten. Verwendet man, um Wunden zu heilen. Wir haben Dynamit, das können wir im Kampf verwenden oder auf der Karte, um Berge wegzusprengen. Und wir haben eine Schaufel, damit kann man Dinge ausgraben, logischerweise. Interessanterweise ist das neuerdings sehr schön hier dargestellt, wo man das Ganze verwenden kann. Das war früher nicht ganz so eindeutig immer. Wir sehen also Karte, Kampf, Karte. Ne? Okay, jetzt sollen wir aber Dynamit verwenden, weil das Ganze eine Sackgasse ist. Wir kommen hier nicht weiter, wir sollen die Insel erkunden. Wir können auch mal rauszoomen. Die Insel ist groß, aber der Gebirgszug versperrt den Weg. Whisky, ja, ist auch ein Klassiker für geistige Gesundheit, haben wir aber im Moment nicht. Okay, dann nutzen wir mal Dynamit und sprengen diesen Berg hier weg. So, ein Dynamit ist damit verwendet. Erfahrungsgemäß mögen das die Ureinwohner nicht, aber ich glaube, die haben wir noch nicht kennengelernt, deswegen ist das noch kein Thema. Wir gehen weiter. Und treffen auf einen Eingeborenen. Eine kleine Gruppe von Eingeborenen eilte herbei, scheinbar vom Lärm unseres Dynamits angezogen. Dieser Ort wird bewohnt? Sie schienen genauso schockiert von unserer Anwesenheit zu sein, wie wir von der ihren. Als ihr anfängliches Staunen nachgelassen hatte, wollten sie wissen, wer wir waren und wie wir hierher gekommen waren. Ich würde mal sagen, wir behaupten, eine mächtige Magierin zu sein. Das gefällt mir weitaus besser als die Wahrheit. Ich richtete mich zu meiner vollen Größe auf und erklärte, ich sei eine Schamanin mit großer Macht. Ich deutete auf den zerstörten Berg hinter uns als Beweis. Schaut her und erzittert vor meiner Macht. Okay, sie haben schon große Angst, wie wir sehen. Sie waren beeindruckt und behandelten uns mit neuem Respekt. Wir hatten hier zwar keine Freunde gefunden, aber Angst ist in feindlichen Ländern oft nützlicher als Zuneigung. Ruf spiegelt dein Ansehen bei den Einheimischen wider. Wir sehen, also es gibt Ansehenswerte bei den lokalen Einheimischen. Unser ist jetzt auf 2 gestiegen. Nee, sie sprechen nicht wirklich Deutsch. Aber irgendjemand von uns versteht das schon. Wir haben gesehen, manchmal gibt es dort Spracheinblendung. Hier. Boff, wakwok, kadupuff, doof und so weiter. In der Hoffnung, uns zu beschwichtigen, gaben sie uns eine detaillierte Wegbeschreibung zu ihrem Dorf, wo mich ein Restplatz und eine Mahlzeit erwarten würden. Dann erfanden sie eine offensichtliche Ausrede und machten sich auf den Weg. Gut. Scheint bayerisch zu sein. So, und jetzt haben wir kennengelernt oder gesehen, wo ein Dorf ist. Wir können rauszoomen. Das lernen wir jetzt. Und können so die Karte schieben. Und können jetzt das Dorf besuchen. Ja, und dazu bewegen wir uns dann mal irgendwie vorwärts. Am besten vielleicht kann man hier durch, man weiß es nicht genau. Wir können auch erstmal hier hingehen. Ich glaube, es ist alles nicht so kritisch. Wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen. 52, 11. Wisst ihr was? Wir essen gleich mal ein Stückchen Schokolade. Ah, Schweizer Schokolade, traumhaft. Ja, durch den Wald ist das alles häufig ein bisschen schwieriger. Schaut mal, wir haben hier einen guten Weg gefunden durch. Dann nehmen wir den doch glatt. Ah, da kommen wir wieder. Ah ne, unter 30, ne? Unter 30. Wir brauchen, glaube ich, noch gar kein Schokolade essen. So. Und da sind wir ja schon fast beim Dorf. Ja, die Bewegungsanimation ist wirklich super putzig, finde ich auch. Okay,
dann besuchen wir es. Wir näherten uns mit Vorsicht, aber sie begrüßten uns mit offenen Armen. Es schien, als hätte die Kunde unserer Ankunft das Dorf bereits erreicht. Was übrigens sehr, sehr schön ist, wie ich finde. Also ich finde überhaupt diese ganzen Grafiken der Örtlichkeiten sehr gelungen. Und es gibt unterschiedliche Wettereffekte. Wir sind jetzt so in der Abenddämmerung oder vielleicht in der Nacht. Das ist vermutlich noch nicht. Wir sehen die letzten Strahlen der Abendsonne hier oben auf den Wolken. Das ist wirklich sehr, 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 sehr atmosphärisch. So, okay. Interessanterweise schienen sie von unserem seltsamen Aussehen nicht so schockiert zu sein, wie ich es erwartet hätte. Ich vermutete, dass wir nicht ihre ersten ausländischen Besucher waren. Ich hoffe auf einen friedlichen Aufenthalt. So, tutorialmäßig können wir erstmal nur handeln. Das wird uns jetzt beigebracht. Eine Frau aus dem Dorf rollte eine Matte aus und zeigte uns die Handelsgüter des Dorfes. Okay. So, biete zusätzliche Gegenstände an, um 3 Ruf zu erhalten. Also man kann jetzt handeln, man kann aber auch Leuten etwas schenken und bekommt dafür Ruf. Und das soll jetzt erstmal das sein, was wir hier machen wollen. Man sieht übrigens hier auch natürlich, was sie anbieten. Und die Sache mit dem Pfeil nach unten heißt, die sind hier günstiger als üblicherweise. Man sieht dann hier links oben auch, wie viel günstiger. Also hier 54, 67, 40%. Aber wir brauchen jetzt erstmal nichts. Wir geben den Schokolade, bis wir... Wir könnten ihn eigentlich... Warum ihn, ach komm, eine Schaufel geben wir ihn auch noch mit. Bis Ruf 3. Durch die Cam seht ihr nicht die letzten Gegenstände. Na, mal schauen, wie relevant das werden wird mit den Händlern und den vielen Gegenständen. Ich hatte das Gefühl, das ist manchmal auch noch anders angeordnet. Müssen wir gucken. Ja. Ja, ich kann die Cam auch noch verändern. Ich lasse es erstmal. Ich habe noch eine zweite Einstellung. Die können wir noch im Notfall verwenden. Okay, Ruf 3 erstmal. So, ich tauschte Waren mit den Einwohnern. Wir haben jetzt also insgesamt 5 Ruf und treffen jetzt das Oberhaupt. Das können wir nur, weil wir mindestens Ruf 3 haben. Ich betrat die Hütte, in der der herrschende Rat seine Anhörungen abhielt. Ein Ältester trat vor und begrüßte uns mit ausdruckslosem Gesicht. Wir durften eine Anfrage stellen. Und die Anfrage lautet, wir sollen einen Einheimischen rekrutieren. Ich bat darum, alle zu versammeln, die bereit waren, Ruhm und Erfolg zu suchen. Wir sehen hier übrigens unsere maximale Gruppengröße. Im Moment haben wir 3 Leute. Maximal können wir 5 Leute sein. Und jetzt ist die erste Entscheidung zu treffen. Wollen wir einen Speer haben oder einen Priester? Das ist der Speer, ein Mann namens Kiksoyu. Er bringt erhöhte Sichtweite, hat einen Flankenangriffswürfel und einen geschickten Schlag. Kapazität 2, während der andere, der andere bringt maximale geistige Gesundheit und auf den Feind Furcht Gottes. Schwäche 31%. Ja, also ich bin ja ein großer Freund von mehr Sichtweite in diesem Spiel. Das ist aber am Ende jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend, was wir hier nehmen. Aber spontan mag ich lieber mit dem Speer spielen. Wollte ich wirklich Kiksoyu rekrutieren? Ja. Okay. Nee, Quicksoyo. Also der Name spricht schon mal gegen ihn. Quicksoyo, eingeborener Speer, schloss sich unserer Expedition an. Ich verneigte mich vor dem Rat und überließ sie ihren weiteren Angelegenheiten. Gut. Ich verließ die Hütte und musste mehrfach blinzeln, während sich meine Augen an das grelle Tageslicht gewöhnten. Nun können wir hier eine Rast einlegen. Es gibt verschiedene Orte, wo man rasten kann. Ansonsten... Ja, ich weiß gar nicht, ob es auch wieder das Zelt gibt. Das ist ein besonderes Item, was sehr, sehr stark ist, wo man dann selber auch in der Natur rasten kann. Ansonsten ist man auf diese Orte angewiesen und in der Rast regeneriert man geistige Gesundheit
ohne jetzt irgendwie Schokolade essen zu müssen. Daher immer sehr wichtig, diese Plätze zu kennen und zu wissen, wo die sind. Ja, ich weiß, Cosmo, man kann keine Gegenstände sparen. Das läuft ein bisschen anders. Dazu kommen wir noch. Gut. Also, im Dorfrasten. Bei Einbruch der Dunkelheit entfachten die Dorfbewohner ein großes Feuer und luden uns ein, uns zu ihnen zu gesellen. Wir werden heute Nacht hier bleiben. An diesem Abend planten die Dorfbewohner einen Ritualtanz, der scheinbar als Beschwichtigung ihrer Götter diente. Sie nannten diese Gottheiten die Palikao, ein seltsames Wort, das aus ihren Mündern fremd klang. Anscheinend waren diese Götter die Erbauer mächtiger magischer Artefakte. Ich wurde eingeladen, mich ihrem Tanz anzuschließen, um die großen Baumeister zu ehren. Ich überlegte sorgfältig, eine Ablehnung könnte sie beleidigen. Aber ein falscher Tanzschritt wäre eine noch größere Beleidigung. Okay, im Moment können wir nicht ablehnen. Wir lernen nämlich hier, dass es nicht nur Würfel für den Kampf gibt, sondern auch bei bestimmten Events. Und ihr seht, wir brauchen jetzt einen grünen Würfelwurf. Und ihr seht, dass wir insgesamt 4 Würfel haben. 3 davon haben 2 von 6 grüne Seiten. Insofern ist die Chance relativ hoch, dass das klappen sollte. Wir probieren es mal und würfeln. Ja! Ja, sehr schön. Alles klar. Unser Tanz kommt, glaube ich, nicht so gut an. Ich tat mein Bestes, es den Eingeborenen gleich zu tun, aber meine Füße waren für den Dschungel gemacht, nicht für den Ballsaal. Nach ein paar ungeschickten Schritten stolperte ich und fiel. Schaut mal, sie schaut ganz erschreckt. Die Eingeborenen dankten mir für den Versuch mit einem gutmütigen Lachen. Es schien, als hätte ich sie doch nicht beleidigt, und sie gaben mir sogar ein Geschenk dafür, dass ich ihren Göttern Respekt erwies, nämlich ein Speer. Nachdem alle Aufgaben des Abends erledigt waren, verbrachten wir einen ruhigen Abend am Feuer, bevor wir uns dann später in unsere Schlafsäcke legten. So, und jetzt lernen wir nämlich was Neues, nämlich, dass wir tatsächlich auch Gegenstände richtig als Items Charakteren zuweisen können. Wir sollen Victoria Marlin auswählen und den Speer für sie ausrüsten. Und wir sehen, mit diesem Speer bekommt sie zusätzliche Würfel. Grüne Würfel, wie wir sehen. Ah, wir können auch inspizieren, alles klar. Das bringt uns dann Schaden 7, wenn wir das würfeln. Insofern wertvoller Gegenstand. Wir gucken ganz kurz mal auf die anderen, wen wir hier eigentlich haben. Also wir haben Victoria Marlin, das ist die Anführerin ganz offensichtlich. Wir haben Jevelisa Jager, Großwildjägerin. Wir haben Jean-Pierre Hugo, Anthropologe. Und ja eben Quixoyo, den Speer. Ein Speer als Gehhilfe, um nicht nochmals zu stolpern. Auch nicht schlecht. Nachdem alle Aufgaben des Abends erledigt waren, verbrachten wir einen ruhigen Abend am Feuer, bevor wir uns dann später in unsere Schlafsäcke legten. Und damit erholen wir uns. Bleiben einige Tage im Dorf und ihr seht rechts oben das Hochticken unserer geistigen Gesundheit. Ich verbrachte mehrere ruhige und friedliche Tage im Dorf. Ich spürte, wie man mir im Dorf vertraute. Ab jetzt hast du dein Schicksal selbst in der Hand. Vielleicht wäre es ratsam, erneut zu rasten, um deine geistige Gesundheit noch weiter aufzufüllen. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal. Wir haben ja noch Vertrauen 3. Das kostet 2, das Rasten geht. Ganz unten links sind auch nachher noch Sachen. Wir gucken nochmal. Im Moment für dich, es geht da oben rechts mit dem Porträt. Das Thema hatten wir gerade schon durchdiskutiert. Ich wies meinen Treck an, unsere Vorräte abzuladen und uns für die Nacht bereit zu machen. Eben kam noch eine Frage, was hier für ein Symbol ist. Ich sehe gerade, ach so, hier. Ja, Heimat verbunden. Zögert, dich nach der Expedition auf deiner Heimreise zu begleiten. Hier ist es also wahrscheinlich, dass der hier bleibt, im Lande und nicht mitkommt. Okay.
dann pennen wir nochmal. Aber es passiert auch nachts nochmal. An diesem Abend ging ich auf einen der Eingeborenen zu und bat darum, ihre Sprache lernen zu können. Sobald sie verstanden hatte, was ich wollte, war sie erfreut, mich zu unterrichten. Ich hatte immer die Erfahrung gemacht, dass Eingeborene überall gern ihre Kultur mit Fremden teilen. Man muss sich einfach die Mühe machen, den ersten Schritt zu gehen. Tenaktunak, oh je, das ist ein kniffliger Vokallaut. Obwohl unser kurzer Aufenthalt uns nicht erlaubte, große Fortschritte zu machen, war es doch ein Anfang. Und ich glaube, der Unterricht war für uns beide eine Freude. Na, prima. Pilanu. Das ist ja nicht die neue Welt. Das kann ja auch Afrika sein oder sonst was. Das ist ja eine Insel, die gerade erst, von der wir noch nichts erfahren haben. Das ist nicht so ganz klar lokalisiert, dieses Spiel. Ich verbrachte mehrere ruhige und friedliche Tage im Dorf. Okay, alles klar. Jetzt können wir das Dorf verlassen. Wir räumten alles zusammen und machten uns auf den Weg. Neue Abenteuer erwarteten uns schon. Die Eingeborenen schienen meiner Abreise gleichgültig gegenüberzustehen. So, wir sind wieder auf der Karte und haben immer noch den Job, die Insel zu erkunden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier in den Norden. Aber wir sehen hier auch ein weiteres Fragezeichen. Und das können wir dann auch gleich mal mit erkunden, würde ich sagen. Also reisen wir mal dorthin. Es ist wohl in der Nähe Peru. Okay, Cosmo, wenn du das sagst. Wir nähern mal uns der Steinstatue. Ich entdeckte eine steinerne Figur, deren kalte Augen mich direkt anzustarren schienen. Sie erfüllte mich gleichermaßen mit Furcht und Neugierde. Ein heiliger Ort scheint das zu sein. Eine Auswahl von Opfergaben war anscheinend von Eingeborenen hinterlassen worden. Jetzt können wir hier selber Opfergaben hinterlassen, wenn wir der Meinung sind, die Götter, wir brauchen den Schutz der Götter oder wir glauben an die Götter. Wir können die aber auch untersuchen und dann auch klauen. Und zwar, wir sehen eine religiöse Ikone, Symbol einer lokalen Gottheit, bietet denjenigen Trost, die bereit sind, ihren Glauben zu bezeugen. Bringt geistige Gesundheit, Abklingzeit 25 Tage. Allerdings, wenn man das verwendet, minus 1 Loyalität für Nicht-Einheimische. Das ist interessant. Also Loyalität, jeder Charakter, der uns begleitet, hat einen Loyalitätswert zu uns. Wenn der auf 0 fällt, glaube ich, verlässt er uns. Und insofern finden das Nicht-Einheimische, die uns begleiten, Mist, wenn wir das tun. Pferdefell. Fell und Mähne einer robusten einheimischen Pferderasse. Das bringt Ruhm, nicht nur Gold. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ich nahm von den Gegenständen, die wir gefunden hatten, was mir nützlich schien. Und das bringt minus 2 Ruf bei den Einheimischen. Das finden die nämlich gar nicht so lustig. Habe ich aber trotzdem gemacht. Okay. Wir haben aber auch gar keinen Platz mehr im Inventar. Weiß gar nicht, ob das so klug war. Okay, bei 0 sind die noch nicht sofort weg. Alles klar. Habe ich vorgelesen, war vor dem Schriftbruch. Ach so, okay. Alles klar. Da warst du wieder aufmerksamer als ich. Beim Vorlesen achtet man manchmal nicht so genau drauf, was man da eigentlich vorliest. So, wir gehen hier in den 26. Warte mal, ja, können wir problemlos hin. Okay. Als wir uns tiefer in die Wildnis wagten, blieb Quixoyo plötzlich stehen und zog mich beiseite. Es schien, als näherten wir uns einem interessanten Ort, den alten Überresten dessen, was er als die blassen Reisenden bezeichnete. Das klang, als ob es eine Untersuchung wert wäre. Aha, die blassen Reisenden, ein altes Lager ist dort. Da sieht es so aus, als ob wir auch direkt dorthin reisen könnten. Ich würde sagen, wir essen nochmal ein bisschen Schoki. Und marschieren dann los. Okay, das Ganze erkunden wir.
Wir näherten uns dem verlassenen Lager in der Hoffnung, Vorräte und möglicherweise Antworten zu finden. Leider wartete dort bereits ein Rudel hungriger Hyänen und griff sofort an. Schnappen wir uns die Biester. Wir haben jetzt das Kampftutorial. Okay. So, der Kampf läuft tatsächlich ein bisschen anders und wie ich finde auch durchaus besser, weil es, ja, man muss nicht einfach Dinge wissen oder nachlesen, welche Kombos man machen kann. Das läuft jetzt hier trotzdem mit einer relativen Tiefe ab. Man kann zweimal würfeln. Und ihr seht, die Tiere haben Gesundheitspunkte und haben bestimmte Fähigkeiten. Also die können schlitzen, der kann infektiösen Biss machen, Schaden und Giftschaden, der 12 Schaden. So, Angriffswürfel. Krachender Schlag oder Speerstoß, der hat eine 25% Chance zu betäuben. Dann nutzen wir den doch zuerst. Gucken wir mal, ob wir einen von denen betäuben können. Vielleicht den hier. Ja, hat geklappt. Und weil der betäubt ist, greift er in seiner Runde eh nicht an. Das heißt, es ist sinnvoll, vielleicht den erstmal weiter runterzubringen. Und wir können nochmal würfeln. Den Heilwürfel benötigen wir nicht. Das heißt, wir können den auch hinzufügen und es nochmal probieren. Okay. Inspiration Verbündeter. Genau, jetzt können wir also einem Verbündeten inspirieren, dass der 100% mehr Stärke macht. Und das ist natürlich sinnvoll, das auf jemanden zu machen, der dann auch noch Schaden machen kann. Das wäre Jean-Pierre. Jean-Pierre macht 10 Schaden. Ah, wisst ihr was? Es ist wahrscheinlich gedacht worden, dass ich die Hyäne hier zuerst mit 7 Schaden, dann wäre die tot gewesen. Aber egal, wir haben es so gemacht. Das ist nämlich, glaube ich, im Tutorial vorgegeben. Kein echter Zufall. So, Schlitzer wird übersprungen. Wir kriegen 5 Schaden und 5 Giftschaden. Aber das kriegen wir schon hin. Ab jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Das heißt, wir würfeln erneut. Das war jetzt kein so toller Wurf. Wobei, Inspiration, 7 Schaden für sie. 7 plus 7 sind 14. Kriegen wir den getötet? Ist eigentlich egal, ne? Aber lieber die 14 auf den hauen. Wir haben ja noch 3 weitere Würfel. Vielleicht kriegen wir sogar noch beide tot. Machen wir es mal so. Okay. Dann würfeln wir nochmal. Haben auch Glück gehabt und können 3 Schaden, das ist doch schon mal gut. 4 Schaden, den anderen kriegen wir nicht tot. Aber machen wir den erstmal weg. Das Verwundbar ist jetzt hier nicht besonders hilfreich, egal. Und hier heilen wir dann. So, gleich der nächste Schaden. Am besten immer direkt am Anfang neu würfeln, dann weißt du direkt, ob du was kombinieren kannst. Ach so, das kann man auch machen. Ah, ja, alles klar. Das ist ein guter Hinweis, ja. Das heißt, man kann jetzt schon neu würfeln. Hm, ja, stimmt. Gut zu wissen. So, aber das war's schon. Okay, wir bekommen einen gewichtslosen Tierzahn, rohes Fleisch und den Pelz einer Hyäne. Achso, wir haben übrigens doch noch Plätze zum Mittragen. Alles klar. Wir nahmen, was wir konnten und näherten uns vorsichtig mit dem alten Lagerplatz. Vielleicht gab es Wertsachen, die Hyänen nicht zerstört hatten. Aber erstmal lernen wir, dass wir auch Charaktere befördern können. Wir haben nämlich genug Erfahrung gesammelt. Großwildjäger soll befördert werden. Und das machen wir. Wir sehen, dass seine maximale Gesundheit sich steigert und dass seine Würfel effektiver werden. Das heißt von 3 auf 4 Schaden, Verwundbarkeit von 15 auf 16 und so weiter.
Außerdem kann man noch verstärken, wenn ich das richtig sehe. Ah, das lernen wir, glaube ich, noch. So, Stufe 2. Der Charakter ist jetzt stärker. Wunderbar. Wir durchsuchen das Lager. Ich befahl eine Durchsuchung der Gegend. Ein Gefühl der Angst prickelte in meinem Nacken. Ich hoffte, mein Treck würde dem Schicksal dieser traurigen Entdecker entgehen. Und wir finden ein altes Tagebuch. Ein Bericht über die letzten Tage eines tollkühnen Forschers. Eine silberne Vase bringt uns 20 Rum und Whisky, der berühmte Whisky, der 20 geistige Gesundheit bringt, allerdings auch eine Fehlschlagschance hat. Und zumindest beim alten Spiel war es so, man konnte alkoholabhängig werden. Okay, zwischen den Vorräten des Lagers fand ich ein zerfetztes Feldtagebuch. Darin befanden sich die Notizen eines unbekannten Abenteurers. Als ich den Bericht las, schien mir, als ob er der typischen Arroganz vieler Entdecker zum Opfer gefallen war. Er war gestorben, weil er die Warnungen der Eingeborenen ignoriert hatte. Ich stieß auf eine faszinierende Passage. Enorme Struktur, Architektur unbekannt. Technologie der Unsrigen weit überlegen. Erst recht derer dieser Insel wilden. Welchen Zweck könnte sie haben? Er fuhr fort, detaillierte Wegbeschreibungen zu dieser seltsamen Struktur zu geben. Faszinierend. Ich musste sie einfach aufsuchen. Okay, da oben ist diese neue Struktur. Und das ist jetzt das neue Ziel jetzt. Wir sollen diese Struktur untersuchen. Und das ist überhaupt ein Ding noch beim neuen Kurs Expedition Teil 2, dass die Missionen abwechslungsreicher sind. Es geht nicht immer nur um die goldene Pyramide oder ähnliches. Ja. Zum Wasserfall, das scheint das natürliche nächste Ziel zu sein. Leider kommen wir nicht direkt dran, das ist aber egal. Halt, aber wir sind bei 41. Wir sollten, glaube ich, noch ein bisschen Schoki knabbern. Und wir haben die nächste Beförderung möglich. Machen wir das mal. Hier, ja, ne? Okay. Mehr Heilung. Besseren Schlag. Gut, jetzt müssen wir leider... Na, ich weiß gar nicht, wir können auch 2 gehen, ne? Ist aber auch nicht ganz so entscheidend. Und schauen uns mal den Wasserfall an. Der Wasserfall bot einen atemberaubenden Anblick. Das Wasser war frisch und kühl. Wir rasten natürlich. Wir beschlossen, für den Abend Rast zu machen. Das Feuer sorgte für Wärme und Gemütlichkeit, während ich mich auf die Nachtruhe vorbereitete. Auf Drängen meiner Gefährten erzählte ich eine kleine Anekdote von meinen Reisen an diesem Abend. Ich wette, du warst bestimmt schon in schwierigeren Situationen. Ich erzählte ihnen von einem Vorfall, der sich auf einer meiner Reisen durch Ägypten ereignet hatte. Durch ein sprachliches Missverständnis hatte ich einem örtlichen Fremdenführer einen Heiratsantrag gemacht. Um ehrlich zu sein, ich mache mir nicht viel aus einer Heirat. Er gab mir auf sanfte Weise einen Korb, aber es war mir eine Lektion, in fremden Kulturen stets umsichtig zu sein. Man weiß nie, welche Gefahren auf einen warten. Dieser Fremdenführer führte mich jedoch zu einigen faszinierenden Gräbern. Wir schlafen. Okay, wir sind bei 71. Ich glaube, es gibt keinen Grund, hier jetzt nicht nochmal zu rasten, oder? Als wir uns für die Abreise bereit machten, vermissten wir bereits das stetige Rauschen des herabfließenden Wassers. Dieser Ort stimmte mich optimistisch. Ja, also es kann sein, dass wir später unter Zeitdruck geraten. Jetzt haben wir das nicht. Jetzt können wir eigentlich komplett nochmal uns rasten. Aber es passiert noch was. Während ich eine wohlverdiente Ruhepause einlegte, trat Jean-Pierre Hugo auf mich zu und bot mir eine kleine Aufmerksamkeit an. Eine seltene Blume, sowohl von bezaubernder Schönheit als auch von wissenschaftlichem Wert. Ich war von dieser herzlichen Geste berührt. Ich war unsicher, ob sie als eine Geste der Freundschaft oder als eine Spende für unsere Sammlung gemeint war, fühlte jedoch nichtsdestotrotz eine tiefe Dankbarkeit. Okay, jetzt sind wir auf 100.
Als wir uns für die Abreise bereit machten, vermissten wir bereits und so weiter. Jetzt verlassen wir den Ort und kommen fast ran an die alte Struktur. Die Frage ist, ja, wir gehen in den Wald, das ist ein bisschen aufwendiger. Wir haben ja genug geistige Gesundheit. Schauen wir uns das an. Okay. Auf die uralte Struktur zugehen. Die beeindruckende Form der Struktur ähnelte nichts, was ich auf meinen Reisen je gesehen hatte. Ihr Zweck war mir ein Rätsel, aber es schien, als wäre sie eine Art mächtige, uralte Maschine. Als wir uns näherten, begann Quixoyo zu zittern, Panik auf seinem Gesicht. Er warnte uns verzweifelt, dass seine Palikao-Götter das Eindringen in diesen heiligen Raum nicht tolerieren würden. Wir können ihn bestechen oder seine Zweifel zerstreuen. Wir haben zwei Würfel mit jeweils zwei Seiten, die das ermöglichen. Wir lassen es mal drauf ankommen. Ich meinte, wir haben auch genug. Wisst ihr was? Wir können ihn auch mit Whisky bestechen. Das finde ich ganz, ganz gut. Er kriegt Whisky. Ein bisschen Whisky, ein bisschen rohes Fleisch, eine Dynamitstange und ein bisschen Schokolade. Abgemacht. Halt, warte mal. Ja. Es war nicht billig, aber indem ich Quixoyo einen großzügigen Anteil unserer Beute anbot, gelang es mir, ihn zum Bleiben zu überzeugen. Da nähern wir uns dem Altar. Ich näherte mich der Steuereinheit der Maschine. Eine seltsame Angst erfüllte mich, als ich näher kam, aber es war undenkbar, jetzt umzukehren. Als ich meine Hand auf den Kristall in der Mitte der Plattform legte, ertönte ein lautes Knarren und Scheppern. Die Oberfläche des Kristalls wurde sengend heiß und ein grässlicher lila Nebel waberte aus der Maschine hervor. Ich floh Hals über Kopf und der Nebel verfolgte mich bis zu meinem Schiff. Ich brannte zwar immer noch vor Neugierde, wusste jedoch auch, dass man einen starken Überlebensinstinkt brauchte, wenn man große Entdeckungen machen wollte. Und jetzt müssen wir zu unserem Schiff fliehen, denn so einen ähnlichen Nebel kannten wir auch aus Teil 1. Also so ähnliches. Obwohl, das war noch ein bisschen anders. Da war irgendwie die Raumzeit gestört oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall müssen wir jetzt abhauen. Und wir müssen aber ein bisschen darauf achten, wie wir das am besten machen. Wo wir jetzt... Wir müssen ja hier wieder durch diese Engstelle. Wir sollten bis 30 uns bewegen. Das ist bis 40. Dann kommt der Wald. Wir fliehen erstmal bis hier, würde ich sagen. Genau, damit ist geklärt, woher der Nebel um die Insel kommt. So ist es. Okay, bewegen wir uns. Und da breitet sich dieser bösartige Nebel aus. Der Nebel verfolgt uns. Er verschlingt die ganze Insel. Das werden wir nie schaffen. Okay, wir sind erstmal angekommen. Wir werden, ich denke mal, unsere gesamte Schokolade essen. Plus, ja, mal gucken, wie viel wir brauchen. 33. Dann trinken wir nochmal einen Whisky. Sind bei 80. Ja. Und schaffen dann die Flucht, hoffentlich. Jetzt laufen wir seitlich zum Nebel, aber scheint gerade so noch zu funktionieren. Oh mein Gott! Was ist das? Eine widerliche Riesenspinne. Okay, jetzt lernen wir, dass die Angriffe beförderter Charaktere verstärkt werden können. Oh Gott, das war ja... Halt! Okay, aus Tutorialgründen haben wir kompletten Zugriff auf alles. Spinnen, bist du raus? okay.
krachender Schlag. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Befördern? Wir werden es gleich sehen. Ach so, wahrscheinlich mit dem zweiten. Ne? Okay, hier links haben wir das. Das ist der Grund, warum es schlecht ist, unten links das Bild zu haben. Wir lassen es mal oben. Wenn man einen Würfel mit gleicher Farbe dazulegt, dann verstärkt sich das um 11 und 16. Das heißt, zwei Würfel sind in diesem Falle besser als einer. Dieser verstärkte Angriff ist deutlich effektiver. 20 Schaden. Ja, beende den Kampf und vergiss nicht, deine Verstärkungen zu nutzen. Okay, den Speerstoß kann man möglicherweise auch verstärken, oder? Ach nee, der ist noch, hat noch kein Upgrade bekommen. Und der Typ? Nee. Gut, Schaden oder Verwundbarkeit, das ist doch besser, glaube ich, wenn wir das am Anfang machen. Beziehungsweise könnten das auch nochmal, können wir auch zum Heilen nehmen. Ach, wir machen Verwundbarkeit, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Hat geklappt mit Verwundbarkeit. Also nee, es war, glaube ich, auch kein Zufall. So, dann machen wir hier 7 Schaden. Und heilen nochmal. Es ist jetzt nicht... Wir haben da doch relative Kontrolle, würde ich sagen. Im nächsten... Oh, wir sind einmal betäubt. Okay, das ist ein bisschen unangenehmer. Aber das sieht trotzdem gut aus. Ja. Warum kann ich jetzt... Das weiß ich nicht, weil es eine andere Person ist, ne? Deswegen kann ich nicht verstärken. Ich verstehe. Hier könnte ich verstärken. Ah, ja. Bloß mit 7 zu verstärken ist ja so, als ob ich da quasi den normal mache. Das ist dann am Ende auch egal, oder? Gut, aber es reicht ja eh. Brauchen wir jetzt nicht groß rumwundern. 13 Schaden. Und jetzt hauen wir nochmal die 4 Schaden rein. Und dann war's das. Die Kreatur war tot, der Weg zum Schiff frei. Ich sprintete wie eine Wahnsinnige darauf zu. Mein Atem brannte in meinen Lungen. Oh mein Gott, da unten ist auch Nebel. Wir müssen jetzt durch den Nebel durch. Ernsthaft? Okay, darauf erstmal noch einen Schluck Whisky. Wir haben Trinksucht bekommen. Oh. Aber offensichtlich geht das. Der Nebel ist nicht irgendwie komplett tödlich, oder? Halt, ach so. Wenn man im Nebel ist, dann verbraucht man mehr geistige Gesundheit. Extrem viel mehr. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar, aber wir sind hier hingekommen. Wir können die Segel setzen. Alles gut. Wir kletterten Hals über Kopf an Bord, wo der Kapitän bereits nervös darauf wartete, endlich in See zu stechen, da der dunkle Nebel das Schiff fast komplett umschlungen hatte. Als wir fortsegelten, sahen wir, wie er die Insel hinter uns verschluckte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir dort geblieben wären, aber ich würde es nicht herausfinden wollen. Nach einiger Zeit löste sich der Nebel auf und hinterließ ein Stück leeren Ozeans, wo sich einst die Insel befunden hatte. Was für eine neue Seltsamkeit war das? Okay, wir haben die Expedition abgeschlossen, plus 5 Erfahrung bekommen. Wir setzen die Segel in Richtung Paris. Ich seufzte, als ich in Paris eintraf. In den letzten Wochen hatte ich an nichts anderes denken können, als an diese seltsame Insel und die imposante Maschine, die ich gefunden hatte. Ich sehnte mich danach, zur Insel zurückzukehren, doch in meiner Rolle als Direktorin der Weltausstellung wartete jedoch viel Arbeit auf mich. Ich brauchte einen Partner, der mir half, die Geheimnisse der Insel zu lüften. So. Ich sinnierte über die bevorstehenden Herausforderungen, darüber, wie schwierig diese neue Forschungsreise werden würde. Und jetzt wird es ernst, liebe Leute. Jetzt geht's erst richtig los. Das war erstmal nur das Tutorial. Ja, ja. Aber ich denke trotzdem gut, dass wir es gemacht haben. Auch weil es der Geschichte ja diesen Rahmen gibt. Und weil sicher einige von euch das Spiel auch noch nicht kann. Ah.
Okay, also mein Plan ist, dass wir auf Abenteurer spielen. Mittlerer Schwierigkeitsgrad, auch weil das Ganze für mich blind ist. Das heißt, ich habe die Geschichte noch nie erlebt. Aber um das Ganze noch, also dem eine wirkliche Spannung zu geben, werden wir komplett Permadeath, also Iron Man, spielen. Das heißt, wenn unsere Expedition untergehen sollte, wenn wir sterben sollten, dann ist nicht nur die Expedition, nicht nur der Jahresfortschritt, sondern die ganze Kampagne am Ende. Dann ist alles vorbei, Leute. Dann ist alles vorbei. Falls das heute passieren sollte, werde ich das nächste Mal nochmal starten. Ansonsten dauert die Geschichte mit Sicherheit mindestens 3 Abende, vielleicht länger. Wenn das nächste Mal passieren sollte, dann ist halt vorbei, ne? Da werde ich sicher irgendwann mal nochmal wieder angehen. aber das Ganze soll jetzt hier eine gewisse Ernsthaftigkeit und Dramatik dadurch erhalten. Nur wenn der Hauptcharakter stirbt, ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich denke ja, keine Ahnung. Klar, Nebencharaktere können natürlich sterben. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Okay, also für eisenharte Männer und Frauen, also genau richtig für uns. So. Ich versammelte die fähigsten Entdecker von Paris und sah mir jeden genau an. Wer würde meine neue rechte Hand werden? Und das ist jetzt die entscheidende Frage, weil das definiert die Art und Weise, wie wir dieses Spiel spielen werden. Man kann auch weitere Entdecker offensichtlich freischalten. Den kriegt man, wenn man 10 Schreine ausgeraubt hat. Hier, wenn man 15 wichtige Orte entdeckt hat. 30 Tiergruppen. 10 verschiedene Stammesarten erforscht hat. 10 vergrabene Schätze gefunden hat und 5 Inseln abschließen, ohne einen einzigen Gegner im Kampf zu töten. Aber das ist alles nicht für uns möglich. Wir haben die Wahl zwischen einer Großwildjägerin und einem Anthropologen, nämlich genau zwischen diesen beiden, Jevelisa Jager und Jean-Pierre Hugo, die wir schon kennengelernt haben. Und das ist wirklich entscheidend, weil das sehr deutlich die Strategie verändert, wie wir das Spiel angehen. Cosmo hatte vor einem Chat schon geschrieben, dass man vermutlich als Großwildjäger ein bisschen länger auf den Karten ist. Da wird man also, als Großwildjäger wird man viel kämpfen müssen, logischerweise. In Teil 1 war es auch sehr stark, weil man jederzeit dadurch Fleisch hatte. Wenn man dann noch einen Koch dabei hatte, konnte man wunderbar mit dem Fleisch über die Runden kommen. Anthropologe ist insofern interessant, weil man nach bestimmten Gegenständen und Tempeln und Kulturen die jeweiligen Inseln absucht. Das ist also mal ganz plakativ gesprochen. Das eine ist der kämpferische Weg, das andere ist der friedliche Weg. Okay, ja, wir machen eine Abstimmung. Das ist mal der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder das Abstimmungstool zu nutzen. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden. Vor allem solltet ihr euch wegen des Spielstils Gedanken machen. Also wenn ihr diese Würfel- und Kampfmechanik cool findet und spannende Kämpfe mit wilden Monstern erleben wollt, dann Großwildjäger tendenziell eher. Das andere ist sozusagen mehr Interaktion mit der einheimischen Bevölkerung. So, Abstimmung. Neue Abstimmung. Frage. Also, wie machen wir das? Großwildjagd oder Kulturforschung, so mache ich es mal. 1 ist Großwildjagd. Noch geht's nicht los. 2 ist Kulturforschung. Schreibe ich natürlich so, weil ich die Befürchtung habe, ich schreibe Anthropologe falsch. Nein, würde ich natürlich nicht falsch schreiben. Ich mache mal 2 Minuten. Starte die Umfrage. Ihr könnt entweder oben im Chat selber klicken oder mit, schreibt nochmal einer, wie war es nochmal? / Boat 1 oder Boat / 1? Ich weiß es nicht. Nicht die Zahl in den Chat schreiben. Es gibt einen Chatbefehl, den ich jedes Mal vergesse, den muss ich mir mal aufschreiben. Alles klar. / Boat Zahl. Also, / Boat 1, / Boat 2.
dann könnt ihr auch so abstimmen. Ansonsten oben einfach klicken. Im Moment liegt die Kulturforschung vor. Ich nutze mal die Zeit einfach, um mich nochmal zu bedanken bei Brandon 2.4 für sein Abo. Vielen, vielen Dank. Schollig, danke für die 3 Monate. Sorsinio, 3 Monate am Start. Jupo 85, auch dir sei gedankt für 3 Monate Prime. Gedankenspiel, danke für den Cheer. Malek ist mit dabei. Tykrotius ebenso, 3 Monate. Kelly Burns 97, vielen Dank. Dann haben wir Topsin. Danke, danke, danke. Hässlicher Mensch hat abonniert. Rumo 0603. Vielen Dank dir. Zinderstein, 2 Monate am Start. Real Waldbär hat abonniert. Danke dir. Und beim Hallenser, war ich nicht schon beim Hallenser? Nee, heute glaube ich nicht, ne? Danke für die 3 Monate. Lyrik-Klient 06. Vielen, vielen Dank. Crunchy Flintenkäse. Ebenfalls danke. Und Nakala. Und zuletzt ist noch hinzugekommen, was ist jetzt los? Fat Freddy. So, die Abstimmung. 63% für Kulturforschung, die letzten Sekunden laufen. / Vote 1 oder 2. Vielen Dank an Maschine 632 und Nukulas 78. Und ihr habt euch für die Kulturforschung, also für den Anthropologen entschieden, also für den friedlichen Weg. Okay, das heißt nicht, dass wir, also ich habe doch keine Ahnung, wie gut, wie hoch die Wiederspielbarkeit dieses Spiels ist. Beim ersten Teil war die ja großartig, weil die auch kürzer waren. Die Frage ist, hat man Lust, nochmal diese gesamte Geschichte durchzuspielen? Wenn das irgendwie cool sein sollte, dann werden wir sicher auch nochmal mit der Großwildjägerin spielen. Aber jetzt ist erstmal Jean-Pierre Hugo unser Mann. Problem, Peng Peng sind zu dumm für Boot. Oh, Tom und Nessus, pass auf. Abstimmung hat nicht ganz funktioniert, haben einige falsch eingegeben. Ja, natürlich. Mit neu kann man sich Aussehen und Geschlecht ändern. Ah, alles klar. Also, Anthropologen sind Erforscher einheimischer Kulturen, verfassen anthropologische Studien, die mehr Ruhm generieren, je mehr du über einen Stamm lernst. Ja, wollen wir uns noch jemanden neu generieren? Wir können das mal. Ah, okay, das wird zufällig gemacht. Verstehe. Wir gucken mal. Okay, die sehen aber ähnlich aus. Das ist nur ein bestimmtes Set. Wir nehmen mal ihn hier. Ihn finde ich ganz sympathisch. Er bleibt. Ach nee, er heißt jetzt Henri Rougeau. Okay. Warte mal, ich mache nochmal. Ich teste nochmal ein bisschen durch. Nee, es ist doch zufällig. Es ist doch komplett zufällig. Lorette Montagnier. Sie finde ich auch ganz nett. Okay, Lorette wird es sein. Lorette Montagnier. Gut, starten wir. Paris, Frankreich, 1886. Ja, hallo Paris. Ich schaute mit einem Lächeln auf den Lippen auf das Ausstellungsgelände. Marlin hatte mich ausgewählt, um die Geheimnisse der Inseln aufzudecken. Ich schwor mir, sie nicht zu enttäuschen. Mein Herz pochte schon vor Vorfreude auf den Ruhm und die Ehre, die mir zuteil werden würden. Doch zuerst musste ich Hilfe anheuern. Okay, wir gehen gleich zu Boussole Cassé, gucken aber kurz noch. Nee, Begleiter können wir hier im Moment. Doch, können wir. Ich will mal gucken, wer jetzt hier noch mit bei uns ist. Woso, also ganz neue Leute. Also erstmal kurz hier. Also, er stellt Studien zu einheimischen Kulturen. Ruhm für Studien plus 20%. Sie hat grüne und blaue Würfel. Und sie hat den Speer noch dabei. Dann haben wir Woso. Geistige Gesundheit durch Pilze plus 10. Das ist seine Superkraft.
Ritual der Einheit für alle Verbündete 4 Lebenspunkte heilen. Plus Ritual des Schmerzes. Das sind Schamane. Schaden und Schwäche. Außerdem abergläubisch. Hat eine irrationale Angst vor allem Unbekannten und Mysteriösen. Okay, das wird noch wichtig sein. Und wir haben eine Übersetzerin dabei. Das ist natürlich überaus praktisch als Anthropologe. Pergruitate Vucian. Geistige Gesundheit durch Rasten im Dorf pro Nacht plus 1. Gut, wir sehen, wir sind nicht so dolle Kämpfer. Und sie hat tatsächlich die Trinksucht. Sie kann den Feind demoralisieren und eine beleidigende Ohrfeige geben. Nun gut. Warte mal, nee, Lorette Montagnier. Ich habe ja 9 Anthropologen ausgewählt. Es ist jetzt eine Anthropologin. Genau, also wir haben Frau, Mann, Frau. Okay, oh, was geht jetzt los? Das sind diese Gesellschaften, aber ich glaube, die spielen für uns noch keine Rolle, oder? Wir gehen erstmal hier hinein. Ich betrat den berühmten Boussole Cassé, den zerbrochenen Kompass, und schaute mich um. Der Ort war bekannt als Treffpunkt für eingehende Entdecker und daher ein guter Ausgangspunkt, um motivierte Abenteurer für meinen Trek zu finden. Schwierigkeit wollen wir nicht ändern, rekrutieren wollen wir. Ich ließ alle wissen, dass ich auf der Suche nach verlässlichen Gefährten für meine Expedition war. Bald hatte ich eine kleine Gruppe von Kandidaten zusammengetrommelt. Und jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, was für uns wichtig ist. Wir können eine Feldkrankenschwester rekrutieren. Ich tendiere dazu, dass die nicht so wichtig ist, weil wir werden versuchen, Kämpfe zu vermeiden. Wir können den Esel rekrutieren. Der ist super, weil er mehr Kapazität bringt. Ich weiß gar nicht, ob man... Oh, man kann auch wieder reiten, ne? Ja, das ist natürlich super. Brauchen wir aber einen Sattel. Roma-Händlerin. Sehr... Okay. Mit Erfahrung bekommt die Preisnachlass beim Handel. Das ist natürlich auch eine starke Fähigkeit. Gerissener Handel. Ein Würfel duplizieren. Okay. So, die ist auch alkoholsüchtig, das ist nicht so gut. Okay, also entweder Esel oder Händlerin. Das sind die beiden, die in Frage kommen. Ich werde jetzt keine Abstimmung machen, ich werde aber mal in den Chat schauen, was ihr so sagt dazu. Okay, alles klar. Der Chat ist heute mal wirklich eindeutig. Na gut, es ist der Esel. Der Esel heißt Miss Macy, ist ein weiblicher Esel. Gibt uns Kapazität plus 1. Ja, bestätigen. Macy. Ich dankte ihrem Trainer und nahm Miss Macy in die Gruppe auf. Ihr starker Rücken würde auf unserer Expedition noch von großem Nutzen sein. So, ich mischte mich wieder in das Getümmel des Ausstellungsgeländes. Bald war ich wieder voll und ganz in die Eindrücke dieses Ortes eingetaucht. Und ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das jetzt schon machen müssen. Es gibt hier 3 Gesellschaften, die spielen eine große Rolle. Man macht Expeditionen, glaube ich, für die jeweiligen Gesellschaften. Aber... Ich glaube, die müssen wir jetzt noch nicht auswählen, oder? Ich glaube, wir wählen einfach erstmal die Expedition aus. Wir kümmern uns noch nicht um die Gesellschaften. Aufsatteln. Ich sollte auf jeden Fall die Fraktion angucken. Ja, okay, angucken. Wenn ihr wollt, gucken wir an, auch wenn wir noch nicht entscheiden müssen. Alles klar. Also. Edibot, der Roboter, der als... Addisons Repräsentant in Paris funktioniert, hieß mich emotionslos im Club willkommen. Wisst ihr was? Nee, das gucke ich jetzt noch nicht an, weil es gibt noch eine kleine richtige Einführung für die Gesellschaften. Wir gehen nochmal raus wieder. Ups, so geht's nicht. Na gut. Jetzt sollen wir die Waren durchstöbern. Ich will erstmal abbrechen. Das kommt später noch. Da wird uns das noch ein bisschen eingeführt. Jede Gesellschaft wird noch kurz vorgestellt.
Okay. So. Oh, es gibt einen Raid, den ich mal wieder verpasst habe. Okay, alles klar. wer hat denn geraidet? Vielen Dank schon mal. Ich sehe gerade nicht, wer es ist. Es ist gerade wahnsinnig viel im Chat gerade. Coppelius ist am Start. Oh, vielen, vielen Dank, Coppelius. Schön, dass du mit dabei bist. Tut mir leid. Ich habe es jetzt gesehen. Ich habe hier null Sound Alerts. Alles abgeschaltet, weil ich so ein Typ bin. Du hast hoffentlich Verständnis. Also, ihr lieben Zuschauer und lieber Coppelius, freut mich, dass ihr da seid. Wir sind gerade bei unserem ersten Abend mit The Curious Expedition 2, haben die Tutorial-Mission bestanden und wählen jetzt unsere erste Expedition aus. Purist, genau, Purist ist das Wort, das ich gesucht habe, ja. Alles klar. Okay. In den Tagen unmittelbar vor Beginn meiner Expedition kamen Gerüchte auf, dass weitere Inseln gefunden wurden, die der Insel ähnelten, auf die Marlin gestoßen war. Ich hörte mir die Gerüchte an, trennte die Spreu vom Weizen und plante meinen Kurs anhand der Gerüchte, von denen ich dachte, dass sie ein Körnchen Wahrheit enthalten könnten. Bitte geh vorsichtig mit der Club-Ausrüstung um, sie ist nur geliehen, alles klar. Also das Grundprinzip, soweit weiß ich schon, ist, dass es gibt diese Rahmenhandlung, die wird sich immer weiter jetzt durch die Kampagne ziehen. Und diese Rahmenhandlung geht aber immer nur weiter bei der letzten Expedition eines Jahres. Das ist dieser goldene Kreis hier unten rechts. Vorher sind das gewissermaßen Zufallsexpeditionen, die unterschiedliche andere Ziele haben können. Okay, also eine Karte aus Stein können wir wählen. Schwierigkeit Grad 1 oder die goldene Pyramide ist schon Schwierigkeitsgrad 2 mit einem höheren Budget. Ihr seht die Belohnung, die wir da bekommen. Aus Nostalgie sagt ihr, wir sollen die goldene Pyramide nehmen. Ja, ich meinte, es ist schon die erhöhte Schwierigkeit. Kriegen wir das hin? Wir müssen vorsichtig spielen. Wir spielen hier Iron Man. Wir spielen Permadeath, Leute. Steinwallen sollte den Stein suchen. Das ist natürlich auch eine fantastische Argumentation. Komm, wir suchen den Nierenstein. Wir machen das mit dem Stein. Zum Eingewöhnen. Eine Dschungelinsel. Okay, es gehen Gerüchte um, dass kreisförmige Steinformationen den Weg zu einem mysteriösen verlorenen Schatz weisen. Man muss auch noch mal was riskieren im Leben, Psychedelic. Wir werden auf diesen Expeditionen noch sehr, sehr viel riskieren. Das sei dir gewiss. Okay, jetzt kommt der Sponsor. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Okay. Aber das ist erstmal, glaube ich, keine definitive Entscheidung, oder? Ich sehe gerade die Ränge. Schaut mal, da seht ihr nämlich schon, was ich schon gemacht habe. Das ist offenbar charakterübergreifend, wie man hier aufsteigen kann. Und jetzt wäre es doch besser gewesen, dass man sich da informiert hätte, ne? Naja, man kann mal allgemein sagen, die Lux-Laboratorien, das sind so eine Roboter-Technik-Freaks. Die Akademie Tai Chi, das sind so eine Mystiker, Magier, so ein bisschen asiatisch. Und die Royal Avalon Gesellschaft, ja, was sind das eigentlich? Das sind so eine, wie kann man die beschreiben? Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee? Eher so ein bisschen klassisch entdeckermäßig? Engländer. Ja. Heilige Gralsuche, ja sowas. Standard. Ja? Tabobo, das habe ich gesagt, weil ich schon das Spiel vor einigen Monaten minimal gespielt habe, ein paar Sachen ausprobiert habe. Okay. Okay, ihr seid dafür eine von den Gesellschaften, bei denen ich noch keinen Fortschritt habe.
Ja, genau, Mr. Film ist vom angespielt so. Abaddon ist das British Empire. Also, ich muss sagen, das spricht mich tatsächlich am meisten an, persönlich. Aber das Argument, dass wir das schon länger haben, kann ich verstehen. Jetzt müssen wir aber überlegen. Wir sind jetzt mit einer Anthropologin am Start. Und das fühlt sich für mich irgendwie nicht an, als wäre sie hier so technisch drauf. Aus dem Grund finde ich die Akademie Tai Chi zu dieser Anthropologin eigentlich am passendsten, ehrlich gesagt. Die Wissenschaftsgesellschaft ermöglicht, glaube ich, einen extra Würfelwurf im Kampf. Ja, Leute, wir werden das jetzt nicht so min-maxen. ich habe einen, der gegen Mystik ist. Das stimmt. Aber der muss damit klarkommen. Nee, stopp. Halt, der ist nicht gegen Mystik. Der ist abergläubisch. Der ist gerade sehr empfänglich für Mystik. Das ist ein Schamane. Das passt natürlich noch super. Also, wir nehmen die Akademie Taishi. Ich entschied, mir einige Drinks zu gönnen, bevor meine Expedition begann. Als ich an diesem Abend an meinem Drink nippte, sprach mich plötzlich Sakagawea an, die berühmte Forscherin der Agaidika. Okay. Ah, ich kann bei jeder Reise neu wählen. Okay, es empfiehlt sich, möglichst weit zu leveln. Ein Schamane, der Angst vor Mystik hat. Naja, ich fühlte mich von der Anwesenheit einer solchen Legende eingeschüchtert. Wir tauschten eine Zeit lang Belanglosigkeiten aus, bevor sie auf die verschwindenden Inseln zu sprechen kam. Ich parierte die Fragen mit einem Lächeln und gab Unwissenheit vor. Sakagawea hakte nach. Ich hätte einer mir fremden Person jedoch niemals Mardins Geheimnisse offenbart. Schließlich wurde sie ob meine Ausflüchte ungehalten, wünschte mir eine gute Nacht und schritt sichtlich irritiert davon. Eine wahrlich exzentrische Gesellin, muss ich sagen. Okay, wir lichten die Anker. Die Entdeckung einer neuen Schmetterlingsspezies verleiht deinem Track Ruhm. Okay, wir haben ein Ziel, den Eingeborenenstamm zu studieren. Mein Schiff erreichte sein Ziel und traf dort auf ein kleines Versorgungsschiff. Ich war dankbar, dass mein Geldgeber, die Akademie Tai Chi, mich mit Kapital und Ausrüstung unterstützte. Welch wundersame Kulturen werden wir wohl treffen. Der Ladenbesitzer rief laut nach mir und übergab mir ein kleines Paket, ein Geschenk von Marlin zum Anlass meiner ersten Solo-Expedition. Ich war mir sicher, dass es nützliche Dinge erhalten würde. Ein Sandkasten, eine Fackel und 5-mal Schokolade. So, und jetzt zu einem entscheidenden Unterschied. Und jetzt seht ihr hier die rechte Seite nicht. Aber ich zeige es euch einmal. Todikum der Gerissenheit und Schokolade. Wir haben immer so viel Budget zur Verfügung, wie uns unsere Sponsoren mitgeben. Das heißt jetzt 70 Gold. Dafür müssen wir einkaufen. Coca-Wein ist hier vergünstigt. Ebenso die Kletterausrüstung. Wir gucken erstmal an, was wir so haben. Also wir haben Sandkasten, ist klar. Brauchen wir hoffentlich nicht so viel. Ein bisschen sollte man immer mithaben. Aber in Kämpfe wollen wir eh vermeiden. Kletterausrüstung ist eine gute Sache. Schaufel vielleicht. Fackel. Tonikum der Gerissenheit. Bekommt man mehr Würfel pro Kampfrunde. Oder bei Herausforderungen, ne? Genau. Tonikum der Einsicht, Tonikum der Vitalität, jeweils die Farben. Stimulanzkapseln fügt deinen Angriff im Kampf etwas Pep hinzu. Bringt mehr Verstärkung. Dynamit, Schokolade und Coca-Wein. Ein delikater Wein mit intensivem Geruch und dunkler Farbe, jedes Mal eine Freude, bringt 40 geistige Gesundheit. Man wird aber ohnmächtig und reißt 6 zufällige Felder weiter. Das ist ja auch cool. Okay. Ja, wir haben... Ich weiß nicht, ob der Coca-Wein als Alkohol gilt für den Alkoholiker. Ansonsten haben wir tatsächlich nichts für den Alkoholiker dabei. Oder haben wir sogar 2 Alkoholiker? Ne, wir haben einen, ne? Okay, also wir nehmen auf jeden Fall mal Schokolade mit.
Ja, das ist sehr teuer, ne, sehe ich gerade. Uiuiuiui. Ich denke, wir nehmen noch eine Fackel mit, vergünstigt die Kletterausrüstung ein bisschen. 5 vielleicht. Was kostet der Coca-Wein? 12. Tja. Also entweder 2x Coca-Wein. Auf Dynamit sollten wir verzichten, weil das macht die Einheimischen sauer. 2x Coca-Wein. Oder noch 2x Schokolade. Schaufel, sagt ihr. Na gut, ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Schatzkarte oder sowas finden. Schaufel kostet 5. Wir müssen halt auch ein bisschen ans Stacken denken. Ich nehme, glaube ich, aber nur eine Schaufel mit. Der Wein ist nur knapp teurer als Schoki, aber viel effektiver. Ja, in der Tat. Pass auf, dann lege ich nochmal Schoki zurück und nehme 2x Wein mit. Dann haben wir noch 5 übrig und dann nehmen wir noch für 5, 6. Na kommt, eine Fackel reicht, oder? Nehmen wir noch Kletterausrüstung. Die ist vergünstigt, Sonderangebot. Okay, das wäre der Einkauf, Leute. Dynamit kann mich retten. Ja, kann mich retten, das stimmt. Alles Mögliche kann einen retten. Wir werden es erstmal ohne Dynamit machen. Abgemacht. Meine Ausrüstung hatte ich mir nun ausgesucht. Gab es noch weitere Dinge zu erledigen? Schiffslagerraum, da ist, glaube ich, im Moment nichts. Nee, alles klar. Da können wir einlagern. Wir beginnen die Expedition. Legenden erzählt von einem wertvollen Schatz auf diesen Inseln, aber es gab ein Problem. Niemand wusste auch nur ungefähr, wo er sich befinden könnte. Zum Glück hatte der Vorstand der Akademie Taishi einen Hinweis gefunden. Eine Insel mit uralten Steinkreisen, von denen die Einheimischen behaupteten, sie würden direkt zum Schatz führen. Okay, also wir sollen Steinkreise finden. Ich würde diese Steinkreise finden müssen, um den Schatz aufzuspüren. Gut, wir haben 2 Aufgaben. Eingeborenenstamm studieren und Steinkreise finden. Zeit. Okay, also der Kardan-Ring dreht sich schneller, wenn du dich deinem Ziel näherst. Lernen wir. Das ist ähnlich wie der Kompass, vermutlich in Teil 1. Aber er dreht sich schneller. Er zeigt also nicht in eine Richtung, okay? Ist das bei jeder Gesellschaft anders? Finde sämtliche Steinkreise, um deine Karte zu vervollständigen. 2. Hier brauchen wir, wir müssen eine heilige Stätte besuchen, eine Stammesart erforschen, Eingeborene in der Wildnis begegnen, Handel treiben und einen Eingeborenen rekrutieren, um diese Mission zu erfüllen. Okay, da haben wir einen Sack voll Aufgaben, liebe Leute. Ich mache mal ganz kurz eine Pause für kleine Expeditionsteilnehmer und wir sehen uns gleich wieder.
So, da bin ich wieder. Bier ist meine Schwäche. Nein, das ist doch nur eine Pause für all die, die sich auch ein Bier holen wollen. An dieser Stelle, wo wir gerade sowieso Pause machen, vielen Dank an Balthasar für die 3 Monate, ebenso an Thea Rex, an Hitaro Neoda. Und hier sehe ich, dass Coppelius reingeschneit ist. Thomas Fischwix, danke dir für die 3 Monate. Ebenso AG Freaks für 2 Monate. Und Episas 09 und Nukolas 78 und Maschine 632 und Fat Freddy und Brandon 2.4 und Schollig. Mann. Ebenso Sorsinho Jupo 85. Sei euch herzlich gedankt. So, damit bin ich, glaube ich, am Ende angekommen. Und wir können die Expedition nun ernsthaft starten. Genau, ich habe wieder 100 geistige Gesundheit. Erkennt ihr sehr schön hier unten. So, was haben wir denn jetzt? Okay, wir sehen erstmal noch gar nichts. Wie groß ist die Insel? Oh, okay. Ach, das ist gar keine Insel, oder? Das ist ein Riesenkontinent. Wir sehen aber so ein bisschen schon die Grenzen da rechts, kommen mir zumindest so vor. Nun gut, wie können wir jetzt, können wir mit dem Esel irgendwie direkt aufs... Ach nee, wir haben ja keinen Sattel. Oh, das wird nochmal ganz wichtig. Rechts vom aufgedeckten Bereich sind Schmetterlinge. Wo habt ihr das denn jetzt schon gesehen? Ah, da gibt es minimalen Flügelschlag, meint ihr? Wir kommen dort aber noch nicht hin. Das Weiteste ist hier. Dann gehen wir erstmal voran und gucken, was so los ist. Da ist ein Elefant, der ist aber friedlich. Aha, jetzt werden wir informiert über Schmetterlinge. Du bist in der Nähe eines Schmetterlings. Sammle Schmetterlinge, um Ruhm zu erhalten. Wo ist ein Schmetterling? Ich sehe keinen. Keine Ahnung, wo jetzt der Schmetterling hin ist. War er nicht irgendwie hinter? Oder haben wir den schon gesammelt gerade? Rechts, sagt ihr. Ich sehe nichts, aber ich sehe ein Fragezeichen. Da gehe ich hin. Wuna da! Rechts oben. Ach, dahinter. Ah, da. Okay, alles klar. Ja, ich würde mal sagen, wir... Was ist unsere große Richtung? Tendenziell eher unten. Dann gehen wir von mir aus erstmal zum Schmetterling. Ob der auch wegfliegen kann? Ah. Müssen wir da reingehen? Wie fängt man denn Schmetterlinge? Oh Gott, das kostet 11. Wahrscheinlich müssen wir da raufgehen, ne? Das ist ja teuer. Okay. Vosos Todesschwärmer. Aha, cool. So, dann gehen wir erstmal da. Das war ganz schön. Oh, da sind Eingeborene. Die wollen wir treffen. Aber wir gehen erstmal hier zum Fragezeichen. Ui, okay. Und wir finden gleich einen Schrein. Schreine sind wichtig. Das sind nämlich heilige Stätten. Sehr gut. Erste Forschung absolviert. 12 Erfahrung bekommen. Nee, 12 Ruhm bekommen. Der Tempel, der vor mir lag, wirkte gleichermaßen Respekt wie auch Angst einflößend. Das Bauwerk neigte sich leicht zur Seite und war teilweise im Erdreich versunken. Der Boden erweckte den Eindruck, als könnte sich jederzeit ein klaffender Abgrund vor uns auftun. Ja, lass die Finger bei dir. In der Tat, ich glaube, Schreine funktionieren hier ein bisschen anders. Wir betreten ihn erstmal. Aber wir sind ja auch Anthropologen. Wir sind an der Erforschung der Kulturen interessiert. Nicht unbedingt daran, jetzt irgendwelche Kulte zu stören oder Dinge zu stehlen. Außer, wenn sie vielleicht in Geheimverstecken liegen. Im Inneren stieß ich auf eine kleine feuchte Kammer. Vor mir lag ein langer Korridor, der zu einem Altarraum führte. Meine Augen huschten hin und her auf der Suche nach Fallen. So, schaut mal. Wir brauchen 2 grüne Würfel, um das hinzukriegen. Beziehungsweise einer reicht. Stopp mal, einer reicht. Bei 2 kriegen wir noch einen Bonus-Versteck. Okay, alles klar.
Wir machen das mal. Mal gucken. Okay, wow, wir sind der echte Lacker, fehlgeschlagen. Ich hoffe, jetzt passiert nichts Schlimmes, oder? Also da kann nichts passieren. Wir betreten trotzdem mal den Altarraum. Wir betraten vorsichtig eine gut erhaltene Zeremonienstätte. Piktogramme auf dem Altar warnten davor, dass sich unter dem Schrein ein riesiger Abgrund auftun würde, wenn die Schätze gestört werden würden. Ja, also da wissen wir, was passiert, wenn man jetzt die Schätze nimmt. Ich meine, wir können das uns mal anschauen, was hier drin liegt. Ein goldenes Lama und eine silberne Vase. Aber wenn wir die jetzt nehmen, dann gibt es ein großes Problem und das kann uns alles kaputt machen, weil ja dann eben Abgründe aufreißen. Wir möglicherweise nicht zu unserem Ziel mehr gelangen. Deswegen werden wir Teufel tun und werden hier natürlich nichts stehlen. Außerdem ist es auch schlecht für unser Ansehen bei den Eingeborenen. Ich entschied, dass es besser wäre, den Schrein nicht weiter zu stören und verließ den Ort umgehend. Ich habe Fackeln. Mit den Fackeln kann ich bei den Geheimverstecken Würfelwürfe bekommen? Mr. Helmut Kohl, ich mache das schon. Beim nächsten Mal werde ich halt die Fackeln einsetzen. Kein Grund hier. Irgendwie fordernd aufzutreten. Das war jetzt ja nur kein Problem. Wir brauchen auch einen gewissen Lerneffekt, oder? Eine Fackel generiert einen grünen Würfel. Alles klar. Gut. Ja, alles klar. Beim nächsten Mal wissen wir das. So, wir suchen nach Steinkreisen und wollen so ein bisschen die Gegend... hier unten hatten wir irgendwie einen Einheimischen gesehen. Ne? Das war wichtig. Da sollten wir hinreisen. Okay. Ich hoffe... da ist er ja noch. Warte mal. Abbrechen. Nein! Auf Eingeborene zugehen kostet uns nochmal 11. Er war doch in Reichweite. Sehr gut, wir brauchten nicht hingehen. Ich stieß bei Vollmond auf einige Reisende, die in Erinnerung schwelgten. Als ich mich näherte, erklärten sie mir, dass sie mich bereits erwartet hatten. Wie war das nur möglich? Sie erklärten, dass eine Prophezeiung dieses Treffen unter dem Vollmond an diesem Ort und zu dieser Zeit vorhergesagt hatte. Sie sagten, dass in dieser Nacht eine innige Freundschaft geschmiedet werden würde. Okay. So, wir können uns erstmal erkundigen. Ich glaube, wir können immer nur eine Sache machen, oder? Ist das nach dem Stamm erkundigen? Wartet mal. Wenn wir uns nach dem Dorf erkundigen, wissen wir, wo das Dorf liegt auf der Karte. Dann können wir zielgerichtet dorthin reisen. An die Pros unter euch, man kann, glaube ich, nur eine Sache jetzt auswählen, oder? De La Vigo, eine Sache, okay. Okay, wenn wir uns nach dem Stamm erkundigen, kriegen wir plus 1 hier Meinung. Ich meinte, das Dorf müssen wir finden, aber wir werden es vielleicht auch aus eigener Kraft finden. Das scheint mir jetzt nicht so entscheidend zu sein. Ein Geschenk zu überreichen, wir haben nicht so viel, würde ich erstmal nichts verschenken. Ich würde sagen, wir erkundigen uns einfach nach dem Stamm und holen uns plus 1 Ansehen. Ach so, das gilt schon als Erforschung. Cool. Ja, das war ja dann die perfekte Auswahl. Ich wollte mehr über die Kultur dieses Volkes erfahren. Vorsichtig erkundigte ich mich nach ihren Traditionen und Bräuchen. Sie erzählten mir von ihrem Leben als Hirten. Sie kümmerten sich um ihre Tiere und die Tiere stellten ihrerseits die Milch, das Fleisch und die Häute zur Verfügung, die zu überleben notwendig waren. Die Eingeborenen machten sich auf den Weg und erwähnten ihre Herden, die gepflegt werden mussten. Okay. So. Gut. Also, hier dreht sich was. Das heißt, wir kommen möglicherweise den Steinkreisen näher. Wir haben dort hinten ein Fragezeichen. Wir haben hier unten ein Fragezeichen. Unsere Großrichtung ist tendenziell... die Karte ist nicht so riesig. Da haben wir auch noch ein Fragezeichen. Eigentlich müssen wir sollten wir wahrscheinlich alle Fragezeichen ablaufen. Ich würde aus diesem Grund
wohl eher hier anfangen. Hier nochmal zurückgehen. Das kostet mich 31. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, nimmt man jetzt schon diesen blöden Wein? Wir können sich ja noch rassen im Dorf. Den nehme ich vielleicht am Ende. Okay, wartet. Genau, wir haben schon drei Sachen. Wir haben einmal die Begegnung gehabt, die Stammesart erforscht und heilige Stätte gehabt. Das heißt, wir müssen noch handeln und rekrutieren, um das abzuschließen. Okay, wir gehen hier oben hin, würde ich sagen. Halten müssen, aber halt, bevor ich irgendwas gehe, esse ich ein bisschen. Sind wir auf 68? Ja. In den Bergen kann natürlich auch noch mehr versteckt sein oder dort oben in der Wüste. Und wir finden eine Steinscheibe. Eine Steinscheibe ist aber was anderes als ein Steinkreis. Da bin ich mal gespannt. Okay. Ich stieß auf eine uralte, Boden eingebettete Steinscheibe mit eingeritzten Zeichen. Den komplizierten Markierungen nach zu urteilen besaß ihr Erschaffer einige astronomische Kenntnisse. Untersuche mir die Scheibe. In den seltsamen Markierungen der Scheibe erkannte ich Hinweise auf eine Karte. Vielleicht könnte ich mit ihrer Hilfe enthüllen, was in den noch unerforschten Gebieten verborgen lag. Analysieren wir mal die Markierungen. Ah, okay. Ah, wie cool. Verborgen. Nochmal eine Frage gleich wieder an die Pros, Verständnisfrage. Werden damit auch Fragezeichen aufgedeckt oder wird nur der Fog of War aufgedeckt? Das würde mich jetzt direkt nochmal interessieren. Ich meinte, ja, ich könnte es natürlich jetzt auch selbst ausprobieren. Ist vielleicht auch blöd, ne? Da ist irgendwie ein wildes Tier, sehen wir. Okay, Fog of War wird aufgedeckt. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal hier so eine entfernte Ecke. Oh, schaut mal, die Karte ist doch größer, als ich dachte. Wir decken mal das hier auf. Ja, haben leider nicht so viel gefunden da. Nur, dass hier ein wildes Tier ist. Na gut. Das hat uns jetzt nicht unendlich weitergebracht. Wir müssten als nächstes dorthin. Bekommen jetzt Probleme mit geistiger Gesundheit. Und jetzt ist das Problem natürlich mit diesem Coca-Wein. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Aber 6 zufällige Felder weiterreisen kann bedeuten, dass wir hier hinter landen. In der Nähe des wilden Tieres. Das ist natürlich auch unschön. Aber wir machen das mal einfach. Wir probieren das mal aus. Benutzen. Nach einer langen Nacht des freudigen Feierns kam ich wieder zu mir. Ich erinnerte mich an nichts von letzter Nacht und erkannte meine Umgebung nicht mehr. Erfahrung haben wir aber dadurch auch gewonnen. Sehr gut. Pergrui Tatevossia beschwerte sich über mystische Kräfte, die in diesen fremden Ländern wirken würde. Typischer abergläubischer Unsinn. Nein, sie ist abergläubisch geworden. Okay, das ist der Nachteil dieses Coca-Weins. Man bekommt verrückte Eigenschaften. Aber können wir upgraden? Ja, wir können upgraden. Wartet. Dann finde ich geistige Gesundheit durch Pilze. Rasten im Dorf. Okay, also Trinksucht abergläubisch. Abergläubisch. Tja, wen graden wir ab? Ich meine, Pilze werden wir jetzt eh nicht finden. Oder haben wir auch keine? Machen wir mal lieber das hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt sind. Ah! Wie geil ist das denn? Wir sind direkt neben dem Dorf gelandet. Das ist ja perfekto. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Dann hätten wir diesen Wein natürlich auch gar nicht trinken müssen. Aber gut, wir wollen ja eh ins Dorf. Treibe Handel, rekrutieren einen Angeborenen. Das können wir dort alles machen. Zählt anscheinend nicht als Alkohol, weil dein Alki keine Loyalität gewonnen hat. Okay, alles klar. Oh.
okay. Als ich das Dorf betrat, spürte ich plötzlich etwas Warmes und Nasses auf meiner Wange, was mich vollkommen aus der Fassung brachte. Ich sprang reflexartig zurück, bevor ich den Übeltäter erkannte, eine große Kuh, die mich mit verliebten Augen ansah. Ich ignorierte das Lachen um mich herum und begrüßte die Dorfbewohner. Die Dorfbewohner begrüßten mich herzlich und luden mich ein, ihre Gastfreundschaft zu genießen. So, jetzt ist das Problem. Also, wir müssen handeln und wir sollten das Oberhaupt treffen, weil wir jemanden rekrutieren wollen. Das heißt, wir brauchen einen Ruf mehr, damit das geht. Eine Frau aus dem Dorf trug eine schwere Tasche zu und zeigte uns die Handelsgüter des Dorfes. Okay. So. Hier oben ist eine Fackel, was ihr hier nicht seht. Neben der Wurfaxt. Jetzt ist aber die Frage, was handeln wir denn hier raus? Schwierige Frage. Vor allem, warte mal, was ist das denn? Ein Heilamulett. Also wir werden das vermutlich nicht kaufen können. Speer ist gut. Pferdefell, Wurfaxt, Hartkäse. Bringt 10 und kostet nur 6. Oh, das ist natürlich super. Und geflecktes Kuhfell. Gut, wir müssen jetzt durch den Handel eine Rufstufe mehr erreichen. Und jetzt ist die große Frage, was wir da rausgeben. Den Kokawein finde ich nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz unwichtig. Mal gucken. Das bringt noch keine Rufstufe. Wir können den Sunny-Kasten vielleicht rausgeben. In der Hoffnung, dass wir nicht angegriffen werden. Okay. Damit hätten wir eine Rufstufe. Das gilt hoffentlich schon als Handel. Und wir könnten jemanden rekrutieren. Die Frage ist, ob wir noch irgendwas einkaufen wollen. Man könnte den Kokawein tauschen gegen Hartkäse. Das ist dann weniger riskant. Sind 30 und das sind einmal 40. Das ist vielleicht sogar noch besser. Wir haben immer noch einen Rufpunkt. So nicht mehr. So hätten wir immer noch einen Rufpunkt. Okay, kriegen wir vielleicht noch irgendwas? Noch eine Fackel dazu? Nee. Gut. Hätten wir dreimal schön Käse. Und einen Ruf mehr können wir rekrutieren und hätten quasi jetzt komplett die erste Quest mit abgeschlossen. Ja, ich habe sehr viel Kletterausrüstung. Das stimmt, aber wir werden vielleicht auch noch klettern müssen. Ich mache das mal so. Okay, wir haben den Handel, wir haben Ruf und können jetzt mit dem Oberhaupt uns treffen. Okay, sie nickte und war so großzügig, mir Zeit zu geben. So, hier interessant. Hier kann man auch über den Stamm lernen, falls wir irgendwo draußen niemanden treffen. Gut zu wissen. Aber wir rekrutieren. Also eine Kriegerin. Geistige Gesundheit durch Kampf. Kampf wollen wir eigentlich vermeiden. Oder wieder eine Speerin. Unbedingt eine Speerin jetzt. Was ist mit der eigentlich los? Die ist sprunghaft. Schwankt extrem zwischen Loyalität und Untreue. Oder ein Pferd. Aber auch da kann man nur mit Sattel reiten. Nee, wir nehmen jetzt die Speerin. Das Pferd ist cool, aber wir haben ja schon Esel. Und plus 15% Sichtweite ist sicher nicht schlecht. Das Pferd ist super, sagt Teppig. Warte mal. Aber halt. Wir haben die Aufgabe, einen Einheimischen zu rekrutieren. Gilt denn die Rekrutierung des Pferdes als Einheimischer im Sinne unserer Questaufgabe? Weiß das jemand ganz genau? Hanky sagt nein. Ich würde mal sagen, das riskieren wir nicht, weil wenn wir das jetzt... Nee, das machen wir nicht. Nein, wir nehmen die Speerin. Ja, Jacobin bestätigen wir. So, damit haben wir die Rekrutierung. Okay. Und dann können wir
Ich verließ die Hütte und musste mehrfach blinzeln, während sich meine Augen an das grelle Tageslicht gewöhnten. Dann können wir auf jeden Fall noch rasten. Bei Einbruch der Dunkelheit entfachten die Dorfbewohner ein großes Feuer und luden uns ein und zu ihnen. Zu Gesellen in dieser Nacht veranstalteten die Dorfbewohner ein Fest zu unseren Ehren und boten uns ein seltsam riechendes alkoholisches Getränk an. Ja, kommt, zum Wohl unserer Alkoholiker, trinken wir das. Ich nahm das angebotene Getränk gern an, es schmeckte nach Mangos und ich trank und lachte bis spät in die Nacht mit den Dorfbewohnern. Das gab uns Ruf und geistige Gesundheit. Leute, jetzt, wir hätten diesen blöden Wein gar nicht trinken müssen. Hätte ich gewusst, dass da ein Dorf in der Nähe ist. Naja, wir schlafen. Mangoschnaps. Ab jetzt kann uns der Ruf dann doch egal sein, wo wir alles haben. Naja, wir spielen jetzt natürlich ein bisschen rollenspielerisch. Als Anthropologen haben wir auch ein Interesse, ein echtes. Gut, wir sind bei 100, können das Dorf verlassen. Okay, so, jetzt ist die große Frage. Wir müssen das eigentlich untersuchen. Was hat der für eine 50% Chance? Ich meine, mit ihnen kämen wir vermutlich sogar noch klar. Entweder wir riskieren es einfach oder wir versuchen uns drumherum zu schleichen. Das wäre auch eine Möglichkeit, indem wir hier gehen, hier unten hingehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich bewegt. Bisher hat er sich nicht bewegt. Da sind auch Löcher im Boden. Ah, okay, das... Okay. Bei Kontakt schießen Nadelpflanzen hervor. Ei, was ist das denn Gemeines? Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Wahl, entweder durch Löcher gehen oder möglicherweise mit den Hyänen zu kämpfen. Ich würde mal... Ich probiere es mal mit den Löchern. Wir machen mal Wegpunkte. Wir gehen mal hier lang und dann dort lang. 19. Wenn die Hyäne sich bewegt, ist sowieso alles egal. Ja, sie bewegt sich. Okay. Na gut. Was passiert mit den Löchern? Faszinierende Pflanzen. Wir sollten wegrennen. Was jetzt passiert? Wir haben Erfahrung gewonnen. Schaut mal, die kosten mehr geistige Gesundheit. Nee. Fügt der Gruppe bei Berührung Schaden zu. Okay. Ich verstehe. Wenn man einmal rüber geht, dann kommen die Pflanzen raus und erst dann fügt sie Schaden zu. Einmal gehen ist in Ordnung. Ich verstehe. Oh Gott, was ist das denn? Das geht hier noch viel weiter. Irgendwie habe ich die Karte komplett falsch eingeschätzt, Leute. Das ist ja doch viel größer, als ich dachte. Ich hatte den verlassenen Lagerplatz einer gescheiterten Expedition entdeckt. Die Knochen einiger dieser armen Seelen schienen so angeordnet, als ob sie mich warnen wollten. Ja, hier, Aberglaube schlägt zu, aber wir durchsuchen trotzdem. Verdammt! Okay, alles klar, hier ist was nötig, aber das könnten wir hinkriegen. Ich hätte wieder eine Fackel einsetzen sollen, alles klar, aber es ging diesmal auch. Ich stoppte den Treck, um eine gründliche Durchsuchung des Lagers einzuleiten. Ich ignorierte das Risiko, durchsuchte das Lager gründlich und entdeckte eine gewisse Zahl wertvoller Güter. Bunte Murmeln und Juwelen? Okay. Recht hübsch, aber ohne praktischen Wert. Gut für den Handel mit Kulturen, die zu naiv sind, um den Wert als Fonds zu erkennen. Das können wir noch mit dem Handel. Wir können vielleicht zurück zum Dorf und noch die bunten Murmeln eintauschen. Das wäre vielleicht noch was. Okay, was ist das denn hier? Neues Ziel, den eingeborenen Stamm studieren? Das haben wir erledigt. Sehr gut, jetzt müssen wir noch die Steinkreise finden. Habe ich das Gefühl, dass sich das schneller bewegt? Ich weiß es nicht. Wir gehen hier rüber. Der erste... sehr gut. Und was ist mit ihm? Ein Händler ist dort. Ich näherte mich dem ersten der Steinkreise. Laut der Legende sollte ich hier das erste Stück der Karte finden. Wir studieren die Steine.
Okay, ich holte eine dicke Rolle Papier hervor, die ich extra zu diesem Zweck mitgebracht hatte. Sorgfältig kopierte ich die Ritzereien. Meine Karte nahm langsam Gestalt an. Gut, das heißt, wir brauchen noch einen. Ich denke, wir müssen nicht zum Händler hoch. Weiß ich nicht, was wir jetzt handeln sollten. Nächstes Ziel könnte wieder das Dorf sein, um die Murmeln einzutauschen. Oder wir... Aber es liegt quasi auf dem Weg, ne? Es wäre eigentlich fast Verschwendung. Dort könnten wir auch noch mal rasten, glaube ich. Ja, ich denke, wir sollten zum Dorf. Das Problem sind jetzt hier, ist jetzt der Kojote. Die Frage ist, ob wir einen kleinen Schlenker nach unten machen. Kostet uns zwar ein bisschen was, aber wenn der sich bewegt... Ah, nee, warte mal. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, oh, das kostet uns aber deutlich mehr. Halt. Will wieder zurück machen. Ja, so. Nee, wir müssen diesmal hier durchgehen irgendwie, ne? Na, mal gucken, ob das gut geht. Wir riskieren das mal mit dem Kojoten. Ich denke, ein... okay. Er kommt in unsere Richtung. Einen Kampf würden wir auch bestehen, würde ich mal sagen. Ah, der Kojote folgt uns. Egal. Wir nähern uns dem Dorf. Ja, De La Vigo, ich denke, auch Hyänen sind besiegbar. So, dann handeln wir noch mal. Nehmen hier unsere wunderbaren bunten Murmeln, die doppelt so viel wert sind. Und ey, das ist cool, die haben unsere Schokolade noch. Das ist ja geil. Ich würde mal sagen, wir können unsere Schokolade zurückkaufen. Vielleicht sogar unseren Coca-Wein. Boah, ist ja super. Haha. Oder wir kaufen noch was anderes. Wir können natürlich überlegen, ob wir sowas Geiles wie ein Speer... aber die Kampfsachen interessieren uns eigentlich nicht. Pferdefell, noch so ein bisschen für den Ruhm, das reicht nicht. Ich würde sagen, wir gehen auf Nummer... Ach nee, wie ist... Kuhfell. Kuhfell. Bringt auch Ruhm. Das nehmen wir doch mit. Ist doch perfekt. Nee, Axt. Was? Wir haben... Wir werden keine Kämpfe machen hier. Die Axt macht einfach Schaden. Im Kampf einmalig. Halte ich meines Erachtens für... Halte hier diese Situation für verschwendet. Mit dem Kuhfell tarnen wir unseren Esel. Ja, genau. Okay, das ist doch ein guter Deal hier, würde ich sagen. Und dann nutzen wir nochmal den guten Ruf und rasten nochmal. Das ist ja auch eine unserer Spezialfähigkeiten. In einem ruhigen Moment fragte nach meiner Meinung dazu, wer die Menschheit erschaffen hatte. Irgendjemand. Tja, was sagen wir? Der einzig wahre Gott, der Prozess der Natur? Oder als ganz Anthropologe, ganz neutral forschend, sagen wir, obwohl, wir könnten auch sagen, Prozess. Wir sagen mal einfach, ich weiß es nicht. Wir sagten ihr, wir könnten ihre Frage nicht beantworten. Sie nickte schweigend und schien ein wenig enttäuscht zu sein. Dein Volk müssen noch viel lernen, ja. Nee, Bäume fällen kann man mit der Axt nicht. Das ist reines Hilfsmittel im Kampf. So, die Hyänen warten jetzt am Ausgang des Dorfes. Na toll. Wir sind nur bei 72. Okay. Wir könnten noch mal rasten. Theoretisch könnten wir noch mal rasten. Was meint ihr? Wäre das gut? Ich meine, wären wir auf 100 und vielleicht hat sich die Hyäne auch beruhigt. Mit den Dorfbewohnern brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Ne? Ich denke nochmal, rasten ist jetzt das Rationalste. Zu Scherig sagt nein. Ja, dann fällt unser Ruf unter Null. Aber wo ist das Problem an dieser Stelle? Kassier sagt auch nein. Die Hyänen verfolgen uns, ja, aber nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Also, der jetzt nein sagt, der muss auch sagen, warum nein. Der Ruf ist jetzt irrelevant. Ja, die können aggro werden, wenn der Ruf zu schlecht ist, aber nicht bei minus 2. Das ist, glaube ich, noch nicht schlecht genug. Wir rasten nochmal. Sie boten mir eine fermentierte
eine mit fermentierter Milch gefüllte Kalebasse an. Sowas Leckeres hast du noch nie probiert. Schleimige weiße Klumpen trieben in einer blassen Flüssigkeit und der Geruch trieb mir sofort die Tränen in die Augen. Ich lächelte schwach. Ja, natürlich, wir trinken mit. Mein Argument ist Schnarch. Ich würgte das ekelhafte Getränk hinunter, verbarg meine Gebrasse durch ein Husten. Mir war schlecht, aber die Dorfbewohner um mich herum schienen zufrieden sein. Minus 10 geistige Gesundheit, aber plus 1 Ruf. Ja gut, das machen wir wieder wett durch den Schlaf. 70, 78, 86, 94. Perfekt, 100. Perfekt getimed. So, die Hyäne ist leider immer noch da. Okay, also wir spüren, dass die Gastfreundschaft ausgereizt ist. Dann hauen wir ab. Okay, es kommt zum Überraschungsangriff. Und damit hat die Hyäne den Erstschlag. Gift auch noch. Okay. Ja, das kriegen wir doch hin. Wir haben ja unseren Esel. So, und ihr sagte, man sollte die andere direkt weglegen, damit man gleich die Kombos hat. Sehe ich das richtig? Außer man will was von davon nicht, ne? Schildschaden oder Schaden? Der andere Schaden ist cooler, ne? Aber besser das als nix haben. Würde ich mal sagen. Wie macht man das jetzt nochmal würfeln? Ah ja, okay, alles klar. Okay, alles klar. Prinzip verstanden. Gut, dann haben wir einige Möglichkeiten, so wie es aussieht. So, was haben wir für Kombos? Schwäche ist gut, Verwundbarkeit ist gut. Das ist besonders gut jetzt, denke ich. Den können wir auch noch verstärken. Zum Beispiel mit diesem hier. Machen wir auf den erstmal Verwundbarkeit. Okay, und dann 3 Schaden ist ja nicht so doll. Wir kriegen hier keine Verstärkung hin. Okay, wir kriegen jetzt keinen getötet, aber wir können noch ein bisschen heilen. Insofern fokussiere ich jetzt alles auf ein. Ah, es geht auf beides, die Schwäche. Ach so. Okay. Weil hier könnten wir noch einen grünen bekommen. Ne? Lassen wir mal so. Jetzt hatten wir kein Glück. Demoralisieren. Nochmal erhöhte Verwundbarkeit. Ja, damit müssten wir zumindest jetzt einen töten können. Wir können das verstärken. Okay, das ist aber nur demoralisieren. Jetzt ist die Frage, wir machen hier... Hier sollten wir Schwäche nochmal machen. Ach so, das geht gegen alle Feinde. Ich verstehe schon. Ah ja, erstmal die ganzen Funktionen kennenlernen. Machen wir mal gegen alle Feinde erstmal. So. Dann würde ich sagen 4-2, ja. Der hat Schwäche. Ja gut, wenn wir die beiden zusammenbringen, der macht... Ja, dann ist der tot. Wir müssen unbedingt jetzt erstmal einen töten. Hält das jetzt? Ist das nur für diese Runde die Verwundbarkeit? Ach so, ja gut, dann war das jetzt verschwendet. Okay, alles klar. Auch erstmal ein Lerneffekt. Dann hätten wir das auf den ansetzen müssen, hätten wir da hinten noch einen Schaden machen können. Mit der Fackel... Ah, mit der Fackel können wir noch Verbrennung erzeugen, sehe ich gerade. Okay, alles klar. Das macht alle heilen. Das ist in diesem Falle sogar, glaube ich, ganz cool.
Schaden 3. Wir sind echt nicht sonderlich gut im Kampf. Aber die Fackel verwenden wir jetzt nicht, ne? So, jetzt hier erstmal die Verwundbarkeit. Ja, deswegen noch eine Waffe. Wir werden... Nein, die Strategie wird sein, dass wir... Ja, klar, wenn wir eine Waffe kriegen, ist das was Nettes. Die Strategie wird aber allgemein sein, dass wir Kämpfe vermeiden. Das geht auch. Das kriegen wir bestimmt hin. Okay, Leute. Das ziehen wir jetzt einfach hier so durch. Das ist jetzt eine reine Formal. Ich hoffe, wir kriegen keine Verwundung. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Verwundungen so läuft. Jetzt machen wir nochmal eine Gruppenheilung. Und dann ist der das nächste Mal tot. Würfeln, 3 Leben hat er noch. Einmal hier den Kopftritt. Okay. So. Das hat uns minus 1 Ruf gebracht sogar. Interessant. Was kriegen wir als Beute? Ein bisschen Fleisch, Pelz der Hyäne und Tierzähne. Nehmen wir mit. So, Loyalitätsverlust. Naja. Okay. Das Problem ist, hier unten könnte auch was sein, aber wir haben jetzt das als Ziel. Und können uns da locker jetzt hinbewegen. Erst Heilwürfel einsetzen vorm Töten. Ja, stimmt. Auch guter Hinweis. Die Heilung, die nimmt man ja mit, sehe ich gerade. Die Lebenspunkte. Oh, wir sind schon beim zweiten Steinkreis. Ja, großartig. Und dann haben wir die Sache schon geritzt. Mein Herz begann zu pochen, als ich mich dem letzten... Ach nee, wir müssen noch einen Schatz finden. Ne? Dem letzten Steinkreis näherte. Ich war fast am Ziel. Vervollständigen wir die Karte. Endlich war meine Karte fertig. Ich konnte es kaum erwarten, nach Paris zurückzukehren und meine nächste Expedition zu planen, um den Schatz zu finden. Ach, das ist ein Folgeauftrag. Ah, das ist ja cool. Ich beglückwünschte Jacoven, doch anstelle von Glück sah ich nur Bedauern. Sie würde niemals diese ihre heilige Welt verlassen. Wir können sie überreden, dass sie bei uns bleibt. Ich finde, eine Speerin für unsere Truppe ist doch eine gute Sache. Ja, kommt. Oder? Wir versuchen es mal. Ja, super. Erfolgreich, sie bleibt. Ich appellierte an das Pflichtgefühl von Jacoven und sie willigte ein, mit mir die Heimreise anzutreten. Prima. Der Schatz wurde geortet. Gesundheit zurückgewonnen. Expedition ist abgeschlossen. Perfekt. Wir müssen nicht mehr zum Schiff zurückkehren, wie es aussieht. Okay, das ist auch gut zu wissen. Triumph. Expeditionsbelohnung. Man muss jetzt alles abgeben und bekommt dafür was auch immer. Das heißt, umsonst Dinge horten ist nur begrenzt sinnvoll, weil man sie nicht in die nächste mitnehmen kann. Okay, wir bekommen dafür diese komischen Coupons. So. Ach, der Ruhm ist für den Rang in der Akademie dann relevant, oder? Und für das hier. Aha. Okay, also die Expedition selbst hat 35 gebracht. Die ungenutzten Vorräte 15 und die mitgebrachten Schätze 174 plus diese komische Weltausstellung-Tickets. Alles klar, und wir sind damit auf Rang 3 gekommen. Und, was ist das? Ein Schmetterlingsschwert. Neue Freischaltung. Müssen wir aber wahrscheinlich kaufen, oder? Zwillingsschwerter, jedes so scharf wie ein Messer geschliffen, gewährt 2 Würfel, ersetzt aber deinen normalen Angriff. Mhm. Mhm. Jetzt können wir uns eine neue Fähigkeit auswählen. Das ist cool. Guter Ruf. Fügt beim Start jeder Insel einen Rufbonus hinzu. Das ist natürlich für einen Anthropologen perfekt. Sprengstoffprofi, erhöht der Sprengradius. Antrieb. Reduziert die Basiskosten an geistiger Gesundheit beim Reisen. Grundkosten für Bewegung minus 40%. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich denke, weil wir Anthropologe spielen, ist guter Ruf einfach perfekt für uns. Nehmen wir das. Wo bin ich gerade drüber gefahren? Über die Strippe. Kurz nach meiner Rückkehr nach Paris brachte mir ein Straßenkind eine Nachricht von Marlin. Ich sollte sie in ihrem Büro im hinteren Bereich des Boussole Cassé treffen. Alles klar, warte mal kurz, ich muss mich hier kurz entwirren. Mein Kopfhörer, Strippe, mein Stuhl haben sich verfangen.
Gibt auch die Teekanne, die die Grundkosten für Bewegung ganz verschwinden lässt. Ah ja. Ja, ich glaube, es gibt ziemlich coole Items hier. Gut. Okay, dann treffen wir sie mal. Ich betrat das Büro von Victoria zur vereinbarten Zeit. Sie wartete bereits ungeduldig auf mich, als ich ihr von meiner Reise berichtete, glänzten ihre Augen vor Aufregung. Ich habe Neuigkeiten. Sie bombardierte mich mit Fragen und hungerte danach, jedes noch so kleine Detail meiner Expedition zu erfahren. Erst nach einigen Stunden schien sie ihren Wissensdurst endlich gestillt zu haben. Eine andere Kultur auf jeder Insel, faszinierend. Victoria enthüllte schlussendlich, dass sie eine Vielzahl von Berichten analysiert hatte und dass die Maschine, die wir auf der ersten Insel gefunden hatten, anscheinend überaus wichtig war. Wir müssen sie wiederfinden. Sie musste gehen, drückte mir jedoch einige Weltausstellungstickets in die Hand, als sie mich zur Tür ihres Büros begleitete. Diese Tickets waren in dieser Gegend beinahe so wertvoll wie Gold, insbesondere in den Forscherclubs. Okay, ich glaube, wir sind aber vollständig, ne? Wir sind doch 5, oder? Ja, Esel ist ja auch noch da. Rekrutieren können wir hier nicht. Das heißt, wir können jetzt in den Forscherclubs damit irgendwas anfangen. Na, würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unserem Forscherclub, bevor wir die nächste Expedition auswählen. So, der Historiker. Schaut mal, das ist ein Historiker. Lächelte geheimnisvoll von seinem Sitz auf mich hinab. Er schien meine Anwesenheit kaum zu registrieren. Okay, wir können hier trainieren. Wettbewerb teilnehmen ist, glaube ich, eine Online-Geschichte. Clubgeschäft, da können wir handeln. Trainieren heißt ein Level aufsteigen, vermutlich. Wir gucken mal. Ah, okay, alles klar. Hier gibt es Spezialgegenstände, die man dann erst freischalten kann. Und hier wäre ein Schmetterlingsschwert freizuschalten. Das Problem ist aber, wenn ich das richtig verstehe, heißt das Freischalten nur, dass man es trotzdem kaufen muss für 100 Gold vor der Expedition, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das würde für uns, ehrlich gesagt, keinen Sinn machen. Oder interpretiere ich das falsch? Auf Twitch sind die 8 Wochen lang sogar verfügbar im Übrigen. Ja, für 10 Tickets, genau. Aber das heißt aber, dass man sie trotzdem noch immer vor der Expedition für 100 Gold kaufen muss. Mit 10 Tickets schaltet man sie hier nur frei, oder? Ist das Prinzip so? Nein. Ja, genau. Okay. Ja oder nein? In der Avalon-Gesellschaft kann ich für 5 Tickets... warte mal. Nein, nicht kaufen für Gold. Ah, okay. Man hat es dann. Ah, okay. Alles klar. Man hat es also. Okay. Ja, das macht es natürlich durchaus wertvoll. Eine zusätzliche Waffe in der Hand zu haben, ist natürlich eine... Im Kampfesfall eine coole Sache. Okay. Bei der Avalon-Gesellschaft für 5 Tickets deine Mitglieder von schlechten Einflüssen heilen. Das sollten wir auch in Erwägung ziehen. Tendenziell vor allem diese Alkoholsucht könnte schwierig werden. Ja, ja, stimmt. Goldpreis ist relevant, wenn man verkauft. Genau, wir gucken nochmal bei den anderen rein. Also hier lernen wir, dass wir vermutlich jemanden aufleveln können. Was haben wir denn hier noch? Also Avalon. Da können wir eine Erkrankung heilen, alles klar. Und im Geschäft habe ich jetzt schon freigeschaltet. Aha, die Teekanne. Eine Teekanne und eine Packung große Tee. Geistige Gesundheit 8. Die ist dann quasi weg und beim nächsten Mal wieder da. Keine Reisestartkosten für 20 Tage. Verbesserter Wanderstab. Bewegungskosten im Grasland und Trockenland. Wow, was es alles gibt. Und eine Kriegerin als Begleiterin. Kommt jetzt erstmal nicht in Frage. Gut. Erkrankung ist auf jeden Fall eine coole Sache. Was gibt's hier? Hier ist natürlich noch nichts freigeschaltet. Ach, Aufrüstung aufwerten? Aha, ah, wir können den Speer hier verbessern. Ah, ist ja cool. Kostet aber sau viel, oder? Mach ich nicht.
Aha, das kann man also hier machen. Und hier gibt es auch das Geschäft, aber da gibt es noch nichts. Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall eine Sache machen. Wir werden hier bei Avalon eine Erkrankung heilen. Und zwar die Alkoholsucht. Weil, wenn man keinen Alkohol hat, ist das schwierig. Loyalität 1 nur noch. Seht ihr? Das könnte echt ein Problem werden. Das will ich loswerden. Miss Farlow bat mich freundlich darum, den Raum zu verlassen, damit sie mit Pergrui Tate Fossian allein wäre. Ich kam der Bitte gerne nach und als ich ging, waren die beiden schon in eine leise Unterhaltung verwickelt. Esel leveln waren nur 2 Tickets zum Aufwerten. Ah, okay. Ah, alles klar. Das ist natürlich dann eine Überlegung wert. Wenn das nur 2 sind, warum eigentlich nicht? Jetzt ist die Frage, wollen wir dieses Schwert kaufen? Was meint ihr? Was ist mit dem Trainieren? Kriegen die dann ein Level mehr? Vermutlich. Wollen wir das Schwert kaufen? Ist eigentlich nicht so richtig unsere Richtung, ne? Lieber Speer aufwerten. Schwert ist doof als Nichtkämpfer, würde ich auch sagen. Ne? Also wir sollten mal bei unserer Strategie bleiben. Wir gucken mal, wie das mit dem Training ist. Das gefällt mir ganz gut. Sie hatten 0 Erfahrung. Ich guck mal, was da passiert. Einfach testweise. Ich meldete Jacoven an, um bei den Meistern der Akademie neues Wissen zu erwerben. Mir wurde gesagt, sie soll sie am nächsten Tag wieder abholen. Und was passiert jetzt? Als ich am nächsten Tag zurückkehrte, strahlte das Gesicht. Erfahrung plus 10. Ah, okay. Es gibt plus 10 Erfahrung. Das bedeutet aber für sie, glaube ich, eine Upgrade. Oder nee, wir können das frei verteilen. Ich will sie aber befördern. Ach, sie hat das frei. Wir können beide befördern. Ich verstehe. Ah, das ist ja auch gut. Okay. Und ihn können wir auch befördern. Oder den Esel. Was kriegt denn der Esel? Der Tritt ist besser. Cool wäre hier übrigens ein Sattel, ne? Wir werden mal den Esel befördern. Wobei, naja, das mit den Pilzen. Nee, Esel befördern ist, machen wir als letztes. Okay. So. Gut, wie viele Tickets haben wir jetzt? 8 Tickets. Dann gucken wir nochmal mit dem Aufwerten des Speers. Das ist ja eine witzige Sache, ja. Ah, okay. Wir bleiben noch 2 übrig. Ich verstehe. Okay, und die nächste Stufe kostet dann 4. Gut. Finde ich gut. Dann könnten wir eigentlich noch ein Level-Up machen. Wir haben noch 6. Hauen wir das jetzt komplett raus. Wo war das? Hier bei Tai Chi. Vielleicht kriegt der Esel jetzt doch noch was ab. Mr. Macy. Ich war überrascht, dass die Meister der Akademie auch Tiere trainierten. Mir wurde gesagt, ich solle das Tier am nächsten Tag wieder abholen. Okay. So, sehr schön. Dann haben wir alle auf die nächste Stufe gebracht und können die nächste Expedition starten, wie es scheint. So. Irrungen und Entwirrungen. Level 1 oder die Goldene Pyramide. Jetzt ist natürlich klar, jetzt machen wir mal die Goldene Pyramide. 5 vor 11. Vermutlich die letzte Expedition für heute Abend. Wir haben Gerüchte über eine Pyramide aus purem Gold vernommen. Eine derartige Entdeckung wäre außerordentlich ruhmreich. Sehr gut. Eine Trockengebietsinsel. Und wir bleiben mal weiter bei der Akademie. Es war meine letzte Nacht in Paris und ich beschloss, dies mit einigen Drinks zu feiern.
An diesem Abend genoss ich die beruhigende Stimmung der Taverne, wippte mit meinem Fuß im Takt der Akkordeonmusik und nippte an meinem Drink. Der Akkordeonspieler bemerkte es, grinste mich an und bot mir an, ein Lied meiner Wahl zu spielen. Ich überlegte, was meiner Stimmung am besten entsprach. Sehr cool. Von einem mutigen Seemann. Wir wollen ein Shanty. Ich bat um das Lied vom mutigen Seemann. Von einem mutigen Seemann, der vor kurzem kam an Land. Eine Parabel auf die Macht der Liebe. Oh, wir bekommen Perlen, der es mit dem Brautpaar aufnehmen kann. Nachdem ich einige Stunden lang der beruhigenden Stimme des alten Akkordeonspielers gelauscht hatte, erhob ich mich und ging zu Bett. Ich würde diese Musik eine ganze Weile nicht mehr hören. Und los geht's. Interessant. Leute, da ist aber doch einiges dazugekommen, seitdem ich das im Angespielt gespielt habe. So, wir müssen wieder Eingeborenenstämme studieren. Das ist unser Nebenquest. Ich fuhr auf die Insel zu und kam neben meinem Versorgungsschiff zum Stehen. Ja. Wir haben 83 jetzt zur Verfügung. Was ihr hier nicht seht, ist einmal das Tonikum der Gerissenheit mit grünen Würfeln plus Schokolade. Alles andere seht ihr. Das kennen wir schon. Das ist der Wetterballon. Deckt den nächstgelegenen Ort auf. Ganz coole Sache. Theodolit, ein Werkzeug zur Vermessung unerforschter Länder, gewährt einen Überblick über das Gelände in ausgewählter Richtung. Hier haben wir einen Rachenputzer. Billiger, schwarzgebrannter Alkohol. Nicht für anspruchsvolle Gaumen, erfüllt jedoch seinen Zweck. Okay. Und Schriftrolle der Nebelverbrennung. Verbrennt den mysteriösen Nebel. Was heißt das denn bitte? Okay, da kann man da durchlaufen, vermutlich. Aber den wollen wir gar nicht auslösen. Okay, ich meine, das mit dem Alk ist so eine Sache. Brauchen wir eigentlich auch wieder Wasser? Und was ist mit den Perlen? Von der naiven lokalen Bevölkerung sehr unterbewertet. Okay, alles klar. Das können wir nicht so gut handeln. Gut, also mal überlegen. Kletterausrüstung, also wir nehmen mal wieder zwei Fackeln mit, würde ich sagen. Das mit der Schaufel hat mir jetzt nicht gebraucht. Ich werde, wenn er nur eine Schaufel nehmen, vielleicht auch gar keine, müssen wir mal sehen. Jetzt ist eine Grundsatzfrage. Alkohol führt wieder dazu, dass wir, also das ist natürlich von der Kosteneffizienz besser. Das kostet 10 für 10, das 5 für 7, hat eine Fehlschlagchance, was ein Problem ist. Und führt möglicherweise wieder dazu, dass man alkoholabhängig wird. Kann man hier auch verkaufen? Nee, kann man glaube ich nicht, ne? Nee. Nee, das geht nicht. Das Dreibein, Abklingzeit. Das Dreibein ist nicht schlecht. Also, ich weiß es nicht, ob es gut ist. Keine Ahnung. Es ist ein dauerhaftes Ding, beziehungsweise halt, ja nur für diese Mission, ne? 30 Tage Abklingzeit. Sachen kann man für später auch einlagern. Ja, das ist klar. Aber das nehmen wir, denke ich, mal mit, oder? Naja, die Bevölkerung will es nicht haben. Aber vielleicht irgendein Händler den betreffen. Okay, wir nehmen erstmal Schoki. Okay, wow. Leute, wir haben gar keinen Basiskram. Das ist ja echt herausfordernd. Das ist alles, was wir haben. Schokolade. Crazy shit. Nee, wir können uns kein Theodolit leisten. Ich. Ein bisschen Kletterwerkzeug noch. Ist ja auch sauteuer. 5. Das ist reduziert hier. Das blaue Zeug. Und Sanikassen müsste man vielleicht auch haben, ne? Nehmen wir ein so ein reduziertes mit. Fusel für Einheimische. Das ist immer eine gute Sache. machen wir das noch. Und wir haben noch 3. Könnten wir noch so eine blaue Tinktur nehmen? Wir können hier nichts verkaufen. Wir haben jetzt gar keine Kletterausrüstung.
Na kommt, ich nehme noch eine Tinktur. Okay. Diese Expedition umfasst Wüsten. Nimmt zusätzliches Wasser von einem Schiff mit, um die Wüstenfelder einfacher durchqueren zu können. Ja. Okay, 5-mal Wasser. Wie viel Platz haben wir? Sehen wir das hier? Ah ja, alles klar. Wir nehmen ordentlich mit, alles was geht. Einen lassen wir mal frei. Ich bin am Überlegen. Ja, die Perlen nehmen wir schon mit, ja, für unterwegs. Expedition beginnen, Leute. Uralte Legenden berichten von einem großen goldenen Tempel, der sich angeblich auf der Insel vor uns befände. Eine uralte, massive Struktur aus purem Gold. Meine Aufgabe war es, dieses legendäre Gebäude zu finden und damit den ohnehin schon großen Ruhm der Akademie Tai Chi zu erhöhen. Naja, wie gesagt, mit den Perlen kann man ja mit örtlichen Händlern auch noch handeln. Kompass. Okay, jetzt haben wir einen Kompass. Zeig dir die ungefähre Richtung zu deinem Ziel an. Je mehr du erkundest, desto genauer wird er. Alles klar. Bei den Pyramiden gibt es also nach wie vor den Kompass. Gut zu wissen. So, haben wir schon irgendwas? Wir zoomen mal raus. Okay, also sind im Prinzip... Ah ja, das geht bis hier hinten. Ne? Es täuscht immer so. Naja. So, das ist noch... Ist das jetzt schon Wüste? Nee, das ist Trockengebiet. Das ist Wüste. Okay, dann bewegen wir uns einfach mal geradeaus, würde ich sagen. Wir sehen die ersten... Oh, wir sehen sogar drei Fragezeichen. Wir sollten jetzt unsere Bewegung systematisch gestalten. Oh, hier ist Wüstensturm. Schlecht. Ich sag mal dann... Was ist das denn hier? Ein Abgrund. Da müssen wir Wasser verbrauchen. Ich sag trotzdem mal, wir gehen erstmal in Richtung Norden. Ja, gehen wir erstmal in Richtung Norden. So, Wasser haben wir genug mit. Was haben wir dort? Eine verfallene Hütte. Ich stieß auf eine schäbige, schlecht konstruierte Hütte in der Wildnis. Oh! Oh, ich habe gar nicht geguckt. Das scheint ein Auftrag gewesen zu sein. Eine verzweifelt aussehende Gestalt blickte mich an und ihr blasses, abgemagertes Äußeres weckte Mitleid in mir. Warte mal kurz, sehen wir hier unsere Aufgaben? Nee. Oder sehe ich das hier oben? Doch. Übernachte in einem Dorf, besuche eine heilige Stätte, erforsche eine Stammesart, begegne Eingeborenen in der Wildnis wieder. Mhm. Gut, alles klar. Er flehte mich an. Er hatte gehofft, in diesem Land Reichtum zu finden, war nun jedoch hier gefangen und verzweifelt. Jedwede Hilfe, die ich geben könnte, wäre ein Glücksfall für ihn. Eine kleine Spende geben, eine durchschnittlich eine großzügige Spende. Okay, das heißt, was heißt denn das? Wir müssen irgendwas abgeben und dafür kriegen wir plus 15 geistige Gesundheit. Da war ein Händler. Okay. Der will Wasser haben. Oh, verdammt, da hätten wir ihn ja... Oh, okay, Wasser haben wir genug. Kommt. Oder? Nee, Quatsch. Wasser interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist hier nur allgemein in der Wüste, ist Wasser bedeutsam. Ja, Perlen? Was ist denn jetzt die Scheißspenden? Leute, was habe ich getan? Hier, einen so einen Drink kann er noch kriegen. Findet er nicht so doll. Einmal Perlen findet er super. Ja. Ja. Der Fusel. Ein Fusel reicht nicht. Er kriegt einmal Perlen. Okay, das heißt also Waren gegen Gesundheit, ich verstehe. Gut, er dankte mir sehr und schien unglaublich froh zu sein. Ein warmes Gefühl des Wohlbefindens erfüllte sein Herz. Oder mein Herz. Da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Aber wir haben noch nicht so richtig viel zum Handeln, ehrlich gesagt.
Ziehen wir erstmal weiter in den Norden. Ich glaube, wir werden noch mehr. Also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir handeln sollten. Deswegen lasse ich das mal. Wir ziehen mal hier den Fluss hinauf. Okay, toll, da ist die Küste. Na, großartig. Das war ja ein ziemlicher Fail. Okay. Machen wir hier mal einen großen Bogen. Gehen entweder dorthin oder dorthin. Schmetterlinge? Wo habt ihr schon wieder Schmetterlinge? Ach, da sind Schmetterlinge. Oh, nee. Das ist mir zu 30. Nee, das ist mir zu fett. Der Umweg ist zu groß. Der Umweg ist zu groß. Ja, wir haben Perlen. Einmal Perlen, ja. Aber wir kriegen bestimmt noch mehr, was wir handeln können. Ich hoffe, wir kommen nochmal auf ihn zurück. Er bleibt ja hier in der Gegend. Schmetterlinge holen wir uns nicht. Da ist was Interessantes. Okay, Trockengebiet mit Teerlöchern. Und was ist das? Ein Elefantenfriedhof. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da kommen wahrscheinlich wieder wilde Elefanten, wenn man da was klaut. Sollten wir uns vermutlich nicht erlauben. Könnte schwierig werden. Werde ich vermutlich dran vorbeigehen. So, wir haben nicht so viel hier gefunden. Das ist ein bisschen unbefriedigend gewesen. 14, 15, da 28. Ah, Nicht durch den Teer laufen. Na gut. Okay. Bedeck dich mit Teer, was zukünftige Reisen erschwert. Oh, okay, das ist natürlich unangenehm. Alles auch neu. Was es hier alles Neues gibt. Interessant. Gut, dann reisen wir mal dorthin. Was ist das? Ja, was war das? Versinkender Schrein. Okay, das ist auf jeden Fall eine heilige Stätte, oder? Versinkender Schrein, was ist das denn bitte? Kompassgenauigkeit 78%. Das heißt, wir müssen schon in die Richtung ungefähr. Wir müssen vermutlich durch den Teer irgendwann durch. Okay, Schreine, die nur für einige Tage da sind. 14. Wir probieren mal ein bisschen Rachenputzer. Und reisen mal hier runter. Wir haben echt noch nicht viel gefunden, ne? Na gut, da sind zwei Fragezeichen. Na mal schauen, ob wir an den Kojoten vorbeikommen. Ja, der zieht rechts weg. Jetzt kommt er zu uns. Ah, Glück gehabt. Okay, hat sich. Wir müssen vermutlich durch dieses Teerloch irgendwie durch, ne? Schaut mal, die Pyramide scheint definitiv hier zu sein. Das Blöde ist, wenn wir die Pyramide. Sehe ich das richtig? Wenn wir die Pyramide finden, dann können wir unsere Nebenquests nicht mehr abschließen. Okay, das ist natürlich kritisch. Wegtage und geistige Gesundheit sind nicht gleich. Ja, das stimmt. Teer lässt sich mit Wasser abwaschen. Ah, okay. Mit unseren Wasservorräten. Das ist natürlich super. Davon haben wir einige. Ah, da ist ja auch Teer. Okay, alles klar. Okay, wir gehen aber erstmal in den Schrein, oder? Oder wie macht man das jetzt? Warte mal kurz. Track verwalten. Aha. Ich probiere es einmal aus. Wie wäscht man das jetzt ab? Oder indem man durch Wasser durchgeht, vermutlich. Ach so, mit Flusswasser, alles klar. Gut. Flusswasser haben wir nicht. Wir nähern uns mal dem Schrein. Der Schrein ragte vor mir auf mit seinen bröckelnden Treppen, die sich um einen alten Turm schlängelten. Ich konnte das Brausen eines stürmischen Gewässers vernehmen. Es war, als würde sich unter meinen Füßen ein reißender Fluss seinen Weg bahnen. Wir klettern hinauf. Der Aufstieg war tückisch, aber ich schaffte es, den Eingang bei der Turmspitze zu erreichen. Im Inneren stieß ich auf eine kleine leere Kammer. Vor mir lag ein langer Korridor.
der zu einem Altar umführt. Ich musste mich an diesem Ort vor Fallen hüten. Okay, das heißt, hier kann es gefährlich werden, oder? Dann nutzen wir jetzt mal die Fackeln noch mit. Obwohl wir ziemlich gut aussehen. Nein! Echt? Bei so vielen Würfeln? Naja, immerhin einmal erfolgreich. Unter einem Geröll fand ich tatsächlich einen kleinen Wertgegenstand. Und zwar Juwelen nochmal. Okay. Wir gehen trotzdem mal in den Altarraum. Die Schätze versinkender Schreine waren bekanntermaßen besonders edel. Ich stand vor einem Altar, in den eine unbekannte Hand Piktogramme riesiger Wellen und ertrinkender Menschen gemeißelt hatte und hörte das Rauschen von Wassermassen. Ah, okay, hier könnten wir Wasser finden. Ja, aber machen wir mal lieber nicht, ne? Tierhautschild. Goldenes Lama. Ich glaube, solange wir nicht wissen, solange wir noch einiges auf der Suche haben, ist das schwierig. Ne. Wir haben ja eine Kleinigkeit hier gefunden. So, jetzt sind wir immer noch von Teer bedeckt. 31 ist schon ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Die Situation gefällt mir gerade nicht. Das Blöde ist jetzt folgendes. Die Pyramide ist ganz offensichtlich in dieser Richtung. Damit schließen wir die Mission ab. Es sieht aber so aus, als ob Einheimische eher in dieser Richtung sind. Das brauchen wir für unsere Nebenquest. Diese blöden Schmetterlinge kosten 21. Da jetzt hinzulaufen, ist der reine Wahnsinn. Jetzt ist die Entscheidung zu treffen. Konzentrieren wir uns voll auf den Abschluss der Mission. Oder versuchen wir noch die einheimischen Nummer hier zu machen, in der Hoffnung, dass wir im Dorf rasten können. Es sieht im Moment nicht so gut aus, ne? was unsere geistige Gesundheit betrifft. Ich habe Angst, dass wenn wir hier erstmal sind, wir dann... Na gut, wir haben den Händler noch. Uns was fehlt, um zurückzukehren. Bei den Einheimischen kann man aber auch handeln, ne? Ja, der Dovise sagt, Abschlussmission sieht schlecht aus mit Essen und nichts in der Nähe zum Rasten. No risk, no fun. Wie gesagt, wir sind hier im Ironman. Ich meine, wir könnten natürlich noch zu ihm gehen. Wir könnten uns voll pumpen und zu ihm hier unten gehen, in der Hoffnung, dass er uns sagt, wo das Dorf ist. Ich hole keine Schmetterlinge. Die Schmetterlinge sind ein mega Umweg. Da müssen wir 21 hin und wieder zurück. Also für dieses bisschen Ruhm hole ich mir nicht die Schmetterlinge. Das ist völliger Unsinn. Ich gehe nochmal durch Teer. Ja, wird man doppelt langsam? Glaube ich nicht, ne? Einmal verteert reicht schon. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich pimpe mich jetzt mal auf. Tja, riskiere ich das jetzt oder spielen wir safe? Spannende Frage. Spannende Frage. Ich meinte, wenn wir Glück haben und hier unten Einheimische treffen, dann können wir mit denen handeln, dann können wir Essen einhandeln, dann können wir rasten, dann sind wir wieder gut drauf. Ne? Wir müssen natürlich dann nochmal durch. Wir könnten natürlich auch noch zum Händler. Das ist ein guter Ort für ein Dorf, meint ihr? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Leute, schwierig. Eine Kompromissvariante wäre, zum Händler tatsächlich zu gehen und dann vom Händler quer rüber in Richtung Pyramide zu gehen. Das würde auch möglich sein. Ich pimpe mich jetzt immer weiter auf, damit ich so weit wie möglich gehen kann. Oh, und wir haben wieder die Trinksucht. Alles klar. So, zum Händler sind es 23. Falls wir nicht noch ein bisschen weiter gehen müssen, dann sind wir bei 42. Das Dreibein besitzen wir nicht.
Ja, das sind Einheimische, er nutzt uns aber nicht, da können wir nicht rasten. Der Einheimische ist erstmal, sagt erstmal gar nichts. Na gut, wir könnten ihn fragen, wo das Dorf ist. Stopp. Das ist ja safe. Das könnten wir machen. Wir haben nichts. Sag das mal nicht. Wir haben Juwelen und wir haben Perlen, die die Einheimischen nicht mögen. Wir haben das Tonikum der Einsicht. ja, wir haben nicht viel. Das gebe ich zu. Okay, Leute. Ich spiele safe. Ich spiele halb safe. Wir gehen zum Händler. Oh, da kommt... Folgt er uns? Der Händler haut natürlich ab. Großartig, du doofe Händler. 42. Jetzt wird es im Ball. Der Händler muss aber jetzt was zu essen haben, sonst haben wir ein echtes Problem. Okay, wir beginnen einem farbenfroh gekleideten Reisenkaufmann. Was hat der denn bitte dabei? Ein Köder? Ah, er hat Kokawein. Sehr gut. Adrenalinspritze, Moschusduft. Chance auf Entdeckung, das ist auch nicht schlecht. Die Juwelen sind hier super wertvoll bei ihm, das passt. Dann nehmen wir uns den Kokawein. Aber das reicht noch nicht. Toni kommt der Einsicht. Reicht auch nicht richtig. Okay, Leute, das ist knifflig. Beutel mit Leckereien ist ja auch lecker. Was ist das für eine Uhr? Ein Chronometer. Minus 20% Reisetage. Das ist eine super Sache. Können wir uns bloß mit Abstand nicht leisten. Okay, also die Perlen können wir natürlich nutzen. Ja, das reicht. Für einmal Kokawein. Jetzt ist die Frage, reicht uns einmal Kokawein? Oder müssen wir noch irgendwas anderes raushandeln? Na, aber uns bleibt nicht viel anderes übrig, ne? Das ist alles sauteuer. Ja, das ist es. Wasser kann man nicht handeln. Okay. Haben wir Kokawein. So, und jetzt müssen wir diesen Kokawein eigentlich schon nutzen. Oh, Leute. Wenn wir jetzt in die Richtung katapultiert werden und wir auf die Hyäne treffen, dann haben wir ein echtes Problem. Aber wir müssen da ran jetzt. Nach einer langen Nacht des freudigen Feierns kam ich wieder zu mir. Oh, oh, das sieht nicht so gut aus. Loyalitätsgewinn. Und, ja, prima. Ich erinnerte mich an nichts von letzter Nacht und erkannte meine Umgebung nicht mehr. Wir sind da oben. Verdammte Axt. Okay, das ist weit weg. Wir haben 73. Okay, jetzt wird es echt ein kniffliger Run plötzlich. Was machen wir? Wir haben immer noch diesen blöden Teer. Ey. Dieser Teer ist echt nervig. Kommen wir nicht hier irgendwo mal in Wasser rein? 15 kostet uns das. Oben rum, hier lang, 31. Gehen wir auch nochmal wieder durchs Teer. Vielleicht, da ist auch Teer. 32. Hier 37, hier 27. Der kürzeste Weg dort rein ist hier. Okay, also man muss sagen, dieser blöde Kokawein hat uns richtig so maximal in die falsche Richtung zurückgeworfen. 15 hin und dann zurück. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Feldkosten plus 1. Wartet mal. Wir haben, wenn wir jetzt hier runtergehen, da gehen wir wieder übers Teer. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das lohnt sich nicht, dorthin zu gehen. Macht keinen Sinn, Leute. Ab da laufen wir wieder über den Teer. So, wir müssen da durch. Das Fragezeichen bei der Lava ist die Lösung. Ist mir zu riskant. Wenn es nicht die Lösung ist, dann stehen wir da. Dann ist alles am Arsch. Fleisch von den Ehen? Ja. Ja. Wir können nicht jetzt noch weiter zurückgehen. So. So, und ab jetzt wird es schon kritisch. 46. Wo gehen wir jetzt hin? Wir sind der Pyramide, aber relativ nah. Die Richtung ist klar. Wir müssen erstmal hier rüber. Blöder Teer.
So, wir sehen nichts. Wir sind bei 29. Die Sache wird immer kniffliger. Genauigkeit ist klar. Die Pyramide muss hier irgendwo sein. 17. 24. Nee, da ist nichts zu looten. Also weiß ich nicht. Vielleicht ist da was zu looten. Was macht das Kreuz? Keine Ahnung. Möglicherweise mit einer Schaufel. Kann sein. Die Frage ist, können wir uns leisten, jetzt da noch irgendwelche Kreuze auszubutteln? Kostet ja als Grundkosten von Bewegung. Die Tiere... Ja, ich meinte, Oryx bewegt sich in 6 Tagen auf ein neues Feld. Gute Frage. Möglicherweise für die Jäger interessant. De La Vigo sagt, es ist nur Deko. Ja, Essen werden die nicht vergraben haben, das denke ich auch. Tiere kann ich jagen, aber wir sind keine Jäger, ne? Ich weiß nicht, ob wir das können. Keine Ahnung. So, hier unten 13, aber das ist nicht die Richtung. Wir müssen dahin. Hilft nichts. So, wo ist das Frage? Da! Ist da die Pyramide, Leute? Nein! Aber vielleicht trotzdem Hilfe. Eine Mission. Die Pyramide muss hier oben irgendwo sein. Oh Gott, das geht ja noch so weit nach oben. Oh mein Gott! Da können wir aber ins Wasser gehen. Aber in der Mission... Wir haben aber nichts mit, was die... Naja, wir werden sehen. Warte mal, reisen wir direkt dorthin? Kann man da durchgehen? Ja, weiß ich nicht. Halt, was mache ich? Okay. So, wir können übernachten, wir können handeln, wir können Gegenstände zum Schiff senden. Was kriegt, hat er denn zum Handeln hier? Okay, er hat Whisky, aber der Whisky ist super teuer. Scheiße. Betelnüsse, was sollen wir denn damit? Ausrüstung, Sanikasten, bunte Murmeln, Kampfbandagen, das brauchen wir alles nicht. Okay, für die Rast müssen wir, glaube ich, sowieso handeln. Insofern können wir uns hier eh nichts leisten, wenn ich mich recht entsinne. Die Rast ist aber essentiell. So, wir müssen eine Spende leisten. Das findet er nicht gut. Die Dinger können wir ihm geben. Eine Fackel, das reicht. Oder ist vielleicht noch die Schaufel? Schaufel haben wir bisher noch nie gebraucht. Machen wir das so. Okay, nachdem wir der Bitte des Missionars Folge geleistet hatten, gestattet er uns, die Nacht in der Mission zu verbringen. Nach dem Abendessen lud mich der Missionar dazu ein, mit ihm zu beten. Er bestand außerdem darauf, dass Giacovene am Gebet teilnahm. Okay, wir werden alles tun, was er macht. Sie ist wütend, egal. Das Gebet weckte Kindheitserinnerungen in mir. Loyalitätsverlust. Auf Giacovene traf dies jedoch nicht zu. Sie gab sich keinerlei Mühe, demütig zu erscheinen. Wir sind nicht mehr mit Teer bedeckt, weil wir gerastet haben. Oh, das ist wichtig. Oh, und wir kommen auf 50. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Sehr gut. Der Priester fragte uns, ob er uns noch irgendwie behilflich sein könnte. Nein. Wir reichten ihm die Hand zum Abschied und er wünschte uns alles Gute. Dann war es auch schon wieder Zeit für neue Abenteuer. So, da ist ein Fragezeichen, Leute. Und wir kommen noch hin, ohne großen Schaden zu nehmen. Schätze ich mal. 1822. Also, das muss die Pyramide sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Oh oh. Nächstes Mal Loyalitätsverlust. Aber wir haben die Pyramide. Okay. Verdammt, sie ist schon wütend. Egal. Wir betreten die Pyramide. Die große Pyramide ragte vor mir auf und schimmerte im Sonnenlicht. Sie war schon teilweise verfallen, bot aber immer noch einen majestätischen Anblick. Wir betreten sie. Eine seltsame Taubheit breitete sich in mir aus. Als ich eintrat, dann verschwand sie. Was für ein wundersamer Ort war dies. Vorwärts. Okay, Leute. Es war knapp. Es war knapp. Also, naja, gut, ein bisschen hätten wir noch Luft gehabt. Aber ich habe das Gefühl, man hat deutlich weniger Zeug mit für die geistige Gesundheit als früher.
Wir haben ein bisschen Pech gehabt. Hätte ich den südlichen Weg eingeschlagen am Anfang, dann wäre ich auf die Dörfer getroffen und dann wäre das alles unkritischer gewesen. Wir haben im Norden nichts gefunden und dann sind wir in ein Dilemma gelaufen. Ist halt so. Aber egal, wir haben es geschafft. Okay. Gut, ein bisschen haben wir auch anthropologische Forschung gemacht. War nicht so super wie beim letzten Mal. 40, 2 und 46. So, was bekommen wir hier? Polyglott reduziert die Rufkosten für eine Rast in Dörfern. Ja, man müsste die Dörfer nur finden. Sanitätsausbildung, Bezwingerin der Wüste. Ja, wir gehen hier weiter auf diesen anthropologischen Weg. Das ist schon ganz cool. Können wir öfter rasten, wenn wir das Dorf dann finden werden. Wieder in Paris angekommen, kam ein ziemlich verdächtig aussehender Herr auf mich zu. Er erzählte mir, dass er ausgezeichnete Schnäppchen im Angebot hätte. Nachdem er erklärt hatte, wo ich sein Ausrüstungsgeschäft finden konnte, schlich er sich leise davon. Was konnte es schaden, sich wenigstens sein Angebot mal anzusehen? Ein zwielichtiger Händler ist freigeschaltet. Im Laden des zwielichtigen Händlers, der in einer dunklen Gasse zu finden ist, sind allerlei Ausrüstungsgegenstände verfügbar. Hüte dich jedoch davor, zu fragen, woher diese Gegenstände stammen. Okay. Der Händler wartete auf mich in den Schatten. Er grinste mich salopp an, als ich mich näherte. Die Preise sind so niedrig, ich treibe mich damit selbst in den Ruin. Kennt ihr den Charakter Treibe mich selbst in den Ruin? Das ist, glaube ich, bei Terry Pratchett, oder? Was ist denn das? Das ist Diebesware, aber hat das Nachteile, wenn man das kauft? Der Sextant ist ja super geil. Aber wir hätten die Mittel gar nicht. Du musst beim nächsten Mal, wenn sich eine Gelegenheit bietet, etwas ins Schiff packen, um so für schlechte Zeiten vorzubeugen. Wie soll das denn gehen? Ich komme ja gar nicht mehr zum Schiff zurück. Außer bei den Missionen. Aber das wird ja auch... Nee, das funktioniert, glaube ich, nicht. Das wird am Ende alles abgegeben. Man kann, glaube ich, nichts mitnehmen. Da ist ein Sattel. Nur beim ersten Besuch so günstig. Okay, der Sattel ist natürlich für uns super wichtig. Kostet 5. Oh, den können wir uns leisten. Nee, das ist kein Sattel. Das ist der Sattel. Das ist nur eine Tasche. Kostet 6. Können wir uns auch leisten. Sehr gut. Ein robuster Ledersattel ermöglicht es dir, ein damit ausgerüstetes Tier zu reiten. Das ist richtig gut. Das reduziert nämlich die Grundkosten und die Feldkosten. Das ist ein super Ding jetzt für uns. Genau für unsere 6 Tickets, die wir haben. Abgemacht. Sehr geil. Okay. Liebe Leute, wir sind am Ende des ersten Abends mit The Curious Expedition 2 angekommen. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich gut. Es ist anders und das ist ja auch völlig richtig so. Aber es ist auch spaßig. Nach wie vor weiß ich noch nicht genau, ob mehrere Runs genauso Spaß machen. Aber das ist jetzt erstmal super spannend. Und ich bin schon heiß darauf zu erfahren, wie weit wir kommen werden. Ob wir das Geheimnis dieses Nebels lüften werden.